So, guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie zu unserem dritten Webinar über Frankreich und Deutschland, die Beziehung. Wir starten erst in 2, 3 Minuten, weil erfahrungsgemäß es ein bisschen dauert, bis Sie alle dazugeschaltet haben. Solange gehe ich nochmal aus dem Bild raus und zeige Ihnen die Anfangsfolie der gleich erfolgenden Präsentation. Bis gleich. So, jetzt fangen wir richtig an. Ich hoffe, es hören mich alle. Wir haben es zumindest vorher mal ausprobiert. Das hat geklappt. Also, ich begrüße Sie zu unserem dritten Webinar. Das ist eine relativ kurz hintereinander 3 Webinare gewesen. Hängt damit zusammen, dass wir ursprünglich davon ausgegangen sind, dass im Juni und Mai, glaube ich, auch die Europameisterschaften stattfinden und in Freiburg beginnen jetzt nächste Woche die Ferien. Da wollten wir halt vorher noch ein bisschen was veranstalten und jetzt hat es sich ein bisschen geknubbelt. Aber wir haben ja, obwohl es so viel ineinander von uns angeboten wird, doch viele Interessenten dabei. Ich stelle nochmal den Verein vor. Diejenigen, die jetzt Mehrfachtäter sind, die können eine Weile weghören oder sich es nochmal anhören, ob Nuancen dabei sind, die von dem, was wir letzte Woche hatten, abweichen. Also den Verein Freiburger Diskurse, den gibt es seit Mitte 2018. Wir sind 15 Personen aus Freiburg und Umgebung. Das Webinar Merkel und Macron, neue Liebe in Zeiten von Corona, ist unser drittes Webinar und unsere 8. Veranstaltung. Unser Leitbild ist die demokratiekonforme Marktwirtschaft als Gegenentwurf zur marktkonformen Demokratie. Der Ausdruck marktkonforme Demokratie wird der Frau Merkel zugerechnet. Ob sie es wirklich mal gesagt hat, ist, glaube ich, nicht ganz sicher belegt.
Auf jeden Fall, unser Fokus ist die demokratiekonforme Marktwirtschaft, sprich, wir wollen eine Marktwirtschaft haben, die einer Demokratie gerecht wird und nicht umgekehrt. Und wir glauben, dass für eine funktionierende Demokratie es unabdingbar ist, dass eine möglichst breite Bevölkerungsschicht ökonomische Zusammenhänge versteht. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Samuelson hat das sehr schön formuliert. Er sagt, es ist mir egal, wer die Gesetze einer Nation schreibt, solange ich die Wirtschaftslehrbücher schreiben kann. Das heißt, ein Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge ist schon sehr wichtig. Und wenn man eben nicht wie Paul Samuelson der Meinung ist, dass man das allein in seiner Kammer schreibt, sondern als Essen sozusagen in eine kritische Öffentlichkeit hineinträgt, wenn man etwas bewegen will in dieser, dann ist das Verständnis ökonomischer Zusammenhänge wichtig. An wen richten wir uns? An das lokale, interessierte Publikum. Lokal ganz dick in Klammern, weil durch die Webinare wir natürlich Leute auch in der ganzen Bundesrepublik erreichen. Mal sehen, wie wir das in Zukunft ausbauen werden. Und wir wollen im Prinzip vom Fachmann, Fachfrau bis zum Laien jeden erreichen. Gerne auch lokale Multiplikatoren. Das hat sich in der Vergangenheit aber als schwierig herausgestellt. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, ein interessiertes Publikum zu erreichen. Und dann werden auch irgendwann die lokalen Multiplikatoren auf uns aufmerksam werden. Das Motto in diesem Jahr war ja, die Revolution geht von Freiburg aus. Es ist nur noch nicht klar, welche. Wer sich in Freiburg ein bisschen auskennt, weiß, dass Freiburg einerseits der Hochsitz des Ordoliberalismus ist. Wir haben das Walter-Eucken-Institut, wir haben das Zentrum für europäische Politik hier. An der Uni sind einige ordoliberale Lehrstühle. Aber es gibt halt auch das Phänomen, dass im Vauban, ein Stadtteil in Freiburg, die CDU schon mal an der 5%-Hürde scheitert. Sprich, wir können ein breites Spektrum hier abbilden. Und deswegen ist die Frage noch nicht klar, welche Revolution von Freiburg ausgehen wird. Nun zu unserem Webinar. Sehr viel besseren Zeitpunkt hätten wir nicht finden können. Wie wir alle mitbekommen haben, hat sich die EU nach ich glaube, viertägigen Verhandlungen nun auf diverse Hilfs-, Rettungs- und so weiter Pakete einigen können, eine Mischung aus Krediten und Zuschüssen. Und diejenigen, die das ja vorangetrieben haben, die dann von den sparsamen 4 bis 5 ausgebremst worden sind, waren ja Merkel und Macron. Und deswegen passt der Termin heute sehr gut. Wir haben das Ganze als Streitgespräch organisiert, endlich mal, weil wir haben das bisher dieses Jahr noch nicht gehabt. Und freue mich darüber, dass wir das hinbekommen haben. Streitgespräch eben über den Stand der deutsch-französischen Beziehung und die Perspektiven in Europa. Das Ganze findet in Kooperation mit dem Frankreich-Zentrum der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg statt. Jetzt zu den beiden das sind insgesamt 3 Gesprächspartner. Auf einer Seite haben wir Peter Wahl, hat Gesellschaftswissenschaften und Romanistik in Aix-en-Provence, Mainz und Frankfurt studiert und ist einer der Gründer von Attac Deutschland. Themenschwerpunkte sind Europapolitik, Entwicklungspolitik und internationale Beziehungen. Sein Counterpart ist Frau Dr. Aileen Keller. Sie ist Wissenschaftlerin am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. In ihrer bisherigen Forschung hat sich die Soziologin intensiv mit neueren Entwicklungen im deutschen und französischen Finanzsystem beschäftigt. Geführt wird das Gespräch von Dr. Markus Obrecht, der ist hier aus Freiburg, hat Politikwissenschaften und Germanistik studiert, war 2010, 2011 der erste Generalsekretär des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau und ist seit 2011 am Seminar für wissenschaftliche Politik an der Universität Freiburg tätig. Was ist die Zielsetzung dieses Webinars? Wir haben rund 120 Anmeldungen. Dabei sind jetzt um die 80. Es dürften vor allem Laien sein, aber auch Fachleute. Das Webinar soll für Laien verständlich sein. Das ist ein zu viel. Und die Fragestellung ist eben, Frankreich und Deutschland gelten als der Motor des europäischen Einigungsprozesses. Sollen beide Länder mehr Energie in den Einigungsprozess stecken, damit Europa zusammenwächst? Oder wird ein friedliches und diese beiden auf größere Distanz zueinander gehen? Was immer das heißt, wird sich dann im Gespräch zeigen. So, der Ablauf des Seminars, jetzt läuft gerade die Einführung, sind wir gleich mit fertig. Danach eben das Gespräch, moderiert von Herrn Obrecht und
die beiden Kontrahenten Keller und Wahl. Und das Ganze ist auf 60 bis 70 Minuten angelegt. Man muss halt sehen, wann ein sinnvoller Zeitpunkt da ist, das zu beenden. Und so entweder Herr Obrecht oder ich geben ein Signal, wenn Sie uns Fragen schicken können. Bitte erst dann anfangen und nicht jetzt schon Fragen schicken, sondern erst, wenn Sie das Signal bekommen haben. Und wir machen das, wir haben das bisher immer so gemacht, dass die Fragen nur schriftlich eingereicht werden konnten. Heute wollen wir es auch mal probieren, Leute sozusagen mit in auf den Bildschirm zu nehmen, die dann auch gesehen und gesehen werden und fragen können. Wenn Sie das wollen, dass Sie dazugeschaltet werden, schreiben Sie das in Ihre Chat-Nachricht rein. Also erst eine Chat-Nachricht schicken, Frage XY an Frau Keller, an Herrn Wahl und dann noch kurz einen Hinweis, ja, Sie können mich dazunehmen oder lieber nicht. Die Frage davon ist davon unabhängig. Nach dem Gespräch gibt es eine kurze Zusammenfassung von mir und dann werden eben die Fragen der Zuhörer besprochen. Hier wird Herr Obrecht an die Referenten, oder wie es ja korrekt heißen müsste, an die Referierenden weitergeben. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Verabschiedung von mir. Letzte Hinweise. Wir zeichnen das Webinar auf, weil wir ganz viele Nachfragen gehabt haben, bei den anderen Webinaren auch, ich kann nicht an dem Abend, aber kann ich das irgendwie nachgucken. Und wir werden das einen Link verschicken, über den man sich das Webinar angucken kann. Und wenn Sie nicht im Bildschirm erschienen sind, nur eine Frage geschickt haben, aber nicht aktiv im Bildschirm waren, dann wird auch keiner erfahren, dass Sie dabei waren. Das ist absolut diskret. Nur diejenigen, die jetzt hier das Sagen haben, werden im Bildschirm erscheinen, sonst niemand. Dann, es wird immer wieder passieren, dass das Bild rucke, dass der Ton weg ist. Das liegt aber nicht an unserem System, zumindest in der Regel nicht, sondern wir haben zwar in Deutschland die schwarze Null, aber ein schlechtes Internet. Und in der Regel liegt das dann an der schlechten Verbindung zu Ihnen oder an Ihrem Gerät. Auf jeden Fall, wenn es zu arg wird, können Sie auf den Reload, den Aktualisierer-Button oder wie er immer ihn nennen will, gehen. Sie sehen da diesen gebogenen Kreis, der befindet sich in der Regel links oben im Bildschirm. Wenn Sie da draufklicken, dann dürfte eigentlich wieder alles neu geladen werden. Es kann passieren, dass Sie dann komplett rausfliegen, dann gehen Sie einfach wieder in Ihre E-Mail rein und sagen, ich möchte den Webinarraum betreten, dann kommen Sie auch wieder rein. So, und wenn es aus irgendwelchen Gründen gar nicht klappt, können Sie ja das Webinar danach ansehen und sich danach die Informationen holen, die Sie nicht mitbekommen haben. So, dann bin ich jetzt fertig. Ich bleibe noch ein bisschen im Bild. Die Folie verschwindet und ich komme ins Bild und der Herr Obrecht. Genau. Guten Abend, Herr Obrecht. Ja, guten Abend. Ja, wir haben jetzt viele Zuhörer, das bekommen wir zwar nicht mit, aber es ist so, zumindest wenn uns unser Computer nichts Falsches erzählt. Das wird schon so sein. Ich übergebe dann jetzt an Sie und ich werde jetzt ganz klein, weil ich mich aus dem Gespräch raushalte. Jetzt kommen die beiden Diskutanten noch dazu. Also, ja, guten Abend, Herr Wahl. Hallo, guten Abend allerseits. Wir warten noch auf Frau Keller, die auch gleich zugeschaltet werden müsste. Hallo, einen guten Abend. Wunderbar, dann hat es ja geklappt. Guten Abend, Frau Keller. Wir sind zu dritt und im Hintergrund natürlich die Leute von den Freiburger Diskursen. Wir diskutieren, beziehungsweise ich stelle Fragen und Sie diskutieren. Und ich würde ganz gerne mit der Aktualität beginnen. Wir haben 4 Tage Marathonverhandlungen hinter uns. Die Europäische Union hat sich geeinigt auf einen historisch sehr hohen neues Budget. Und Charles Michel hat von einem historischen Ergebnis gesprochen. Das Gleiche gilt für Emmanuel Macron, auch er von einem historischen Ergebnis der Verhandlungen. Ist das auch ein historisches Ergebnis für die deutsch-französischen Beziehungen? Herr Wahl.
Naja, mit dem Begriff historisch muss man natürlich immer etwas vorsichtig umgehen, aber ein ganz interessanter Nebeneffekt oder vielleicht wird es sich auch als Haupteffekt erweisen, ist die Tatsache, dass die Wiedergeburt der französisch-deutschen Kooperation und Führungsrolle sich doch als Pleite erwiesen hat. Denn wenn man sich die Ergebnisse ansieht dieses Gipfels, in den Knackpunkten. Macron und Merkel hatten vorgeschlagen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse. Das ist jetzt auf 390 geschrumpft. Das ist ein schwerer Schlag für Macron. Und auch in einigen anderen Punkten, muss man sagen, hat sich gezeigt, dass die deutsch-französische Führungsrolle, die sich viele in den letzten Wochen und Monaten erhofft hatten, nicht wirklich mehr das ist, was es früher mal war. Man kann ja sehen, dass zum Beispiel an der Wahl des Vorsitzenden der Eurogruppe genau das Gleiche schon passiert ist. Ich glaube, 14 Tagen oder so etwas. Vorgeschlagen war eine Spanierin, die die Eurogruppe führen sollte. Frankreich und Deutschland waren sich einig und sie glaubten auch, eine Mehrheit hinter sich zu haben. Dann kam die Wahl und was stellt sich heraus? Die Spanierin bekam nicht die Mehrheit und es setzte sich der irische Finanzminister durch. Also das als Führungsrolle zu bezeichnen, das wird dann doch schon kritisch. Und ich glaube, der tiefere Hintergrund ist tatsächlich der, dass sich durch den Brexit die internen Verhältnisse, die Machtbalance, die Machtarchitektur in der EU doch deutlich verschiebt. Wir haben hier einen ersten großen Effekt des Brexit. Mark Rutte, der in der Vergangenheit so ein bisschen als der Anführer der sogenannten Hanseatic League, also der, sie ist in etwa die Frugal Four und dann noch ein paar andere sind informelle Gruppen und das sind so journalistische Bezeichnungen. Aber dahinter steckt natürlich, dass es sich innerhalb der EU Machtsubzentren der Macht herausbilden, wie die Visegrad-Gruppe oder diese Hanseatic League. Es gab auch Versuche, jetzt eine südliche mediterrane Allianz zu bilden. Diese informellen Machtzentren führen dazu, dass das eigentlich als Zentrum gedachte deutsch-französische Konsortium nicht mehr diese Rolle spielt, die es spielen sollte. Und vor diesem Hintergrund ist auch zu verstehen, dass Rutte schon vor, ich glaube, 14 Tagen oder drei Wochen, ich glaube, es ging damals um die Frage der Eurobonds, klipp und klar gesagt hat, durch den Ausstieg Großbritanniens hat sich jene Gruppe, die sich für Austeritätspolitik, für strikte neoliberale Wirtschaftskonzepte ausspricht, geschwächt. Und deswegen wird sie gezwungen sein, in Zukunft immer stärker zu kooperieren, um diese Linie und diese Position in der EU nicht völlig verwässern zu lassen. Insofern bin ich nicht ganz überrascht über das, was kam. Ja, aber hätten wir nicht vermuten können, dass gerade der Brexit die deutsch-französischen Beziehungen noch wichtiger macht in der Europäischen Union und dass sogar das Tandem noch stärkt, Frau Keller? Also ich glaube, es ist tatsächlich schon so, dass wir anschauen müssen, was tatsächlich, und das wird Zeit brauchen, das werden wir alles heute Abend auch nicht überblicken können, aber dass man sich schon ganz genau anschauen muss, was sich da schon in der Wahl des Eurogruppenchefs und auch hinter den Bühnen oder hinter verschlossenen Türen oder auf offenen Terrassen hier an der einen oder anderen Stelle an den Verhandlungen an Schwierigkeiten aufgetan haben. Trotzdem glaube ich, ist es so, dass es diesen Entschluss heute Abend so gibt, ist nur der Tatsache geschuldet, dass es Deutschland und Frankreich gelungen ist, sich gemeinsam auf eine Linie. Oh, ich fürchte, jetzt haben wir Frau Keller verloren. Sagen, Deutschland und Frankreich hierbei eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Wir bekommen leider von Frau Keller nur einzelne Wörter jetzt mit im Moment. Jetzt ist sie auch eingefroren. Ich mache jetzt einfach mal mit Herrn Wahl weiter und wir hoffen, dass wir das technische Problem im Hintergrund lösen können.
Herr Wahl, ja, Sie sprechen natürlich zu Recht davon, dass Subzentren der Macht entstanden sind in der Europäischen Union und dass Deutschland und Frankreich vielleicht diese Subzentren gar nicht mehr so gut kontrollieren können. Aber bemerkenswert ist ja, Macron und Merkel haben eine gemeinsame 7 und immerhin ist das ja durchgekommen. Also man hat diesen Paradigmenwechsel vorgenommen und wird jetzt Kredite auch nehmen auf europäischer Ebene, was vorher eigentlich ausgeschlossen war, durch den Impuls Deutschlands und Frankreichs. Ist das kein Erfolg der deutsch-französischen Beziehung? Ich würde es so formulieren. Wenn es um bedeutende Entscheidungen in der EU geht, und dann ist natürlich die deutsch-französische Zustimmung notwendig. Das sind die zwei größten, dicksten Brocken, bevölkerungsmäßig, ökonomisch und so weiter. Aber ich würde es so formulieren, es ist eine notwendige Voraussetzung, damit Entscheidungen getroffen werden können, aber es ist keine hinreichende. Und deswegen würde ich also diesen Fall jetzt nicht überschätzen, den wir hier erlebt haben mit dem Zustandekommen dieses Abkommens. Denn auch die anderen, nicht nur die Deutschen, die Franzosen, sondern auch die anderen wissen natürlich, dass die EU in einer existenziellen Krise ist. Also es geht um Sein oder Nichtsein. Die FAZ hat heute Morgen eine Analyse überschrieben, die Allianz ist zerbrochen. So weit würde ich nicht gehen, die Allianz ist nicht zerbrochen. Aber es ist ganz klar, dass aus meiner Sicht der Gipfel gezeigt hat, wie tief die Widersprüche in dieser Allianz sind und wie stark die Zentrifugalkräfte sind. Wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass zum Beispiel Macron ausgesprochen wütend darüber ist, dass die Konditionalität zur Rechtsstaatlichkeit, die auf Ungarn, Polen und anderen Osteuropa gemünzt war, dass das wieder vom Tisch gekommen ist. Ja. Insofern muss man also sehen, ja, es gibt angesichts der Dramatik dieser Krise doch die Bereitschaft, einiges anders zu handhaben als vielleicht in der Vergangenheit. Aber das gilt nicht nur für Deutschland und für Frankreich, das gilt für anderen auch. Das gilt ja auch für die Niederländer. Die haben sich ja bereit erklärt mit dem, was sie als Paradigmenwechsel beschrieben haben. Gut, wenn Sie den Text lesen, den der Michel heute Morgen losgelassen hat, da steht also mindestens 5-mal drin, dass es eine Ausnahme ist und dass es zeitlich begrenzt ist. Insofern wäre ich auch vorsichtig, von einem Paradigmenwechsel zu sprechen. Aber es ist natürlich richtig, es gibt zwei Momente an neuer Qualität in diesem Abkommen. Das eine ist die Tatsache, dass es eine so hohe Summe von Zuschüssen gibt, immerhin 390 Milliarden, das ist weniger als das, die Franzosen und die Deutschen vorgeschlagen haben. Aber immerhin, das ist das erste neue Element und die neue Qualität. Zweitens ist die Schuldenaufnahme der Kommission auf den Finanzmärkten. Aber auch bei letzten muss man das eigentlich betrachten im Paket mit der vorherigen Debatte um die Corona-Bonds. Frau Merkel hat damals das ja abgelehnt, obwohl damals die Dimensionen und die Dramatik der Krise durchaus schon sichtbar war. Das hat sie nicht gewollt, sondern sie hat sich auf eine viel kleinere Lösung eingelassen, nämlich dass die Kommission die Schulden aufnimmt. Das heißt, es ist keine gesamtschuldnerische Verschuldung. Im Falle einer Insolvenz, sehr unwahrscheinlich der EU, ja, würde das bedeuten, dass die Mithaftung nur nach dem üblichen Verteilungsschlüssel geschieht, der auch sonst die Einzahlungen in die EU-Kasse regelt. Während bei Corona-Bonds das ja ganz anders gewesen wäre, da hätten sich Gläubiger dann im Falle einer Insolvenz, sagen wir mal Italien, sozusagen an ein Land wenden können, wahrscheinlich an das Reichste, an die Deutschen, und gesagt, hier, wir wollen die ganze Knete haben. Ja. Das hat sie sozusagen ausgeschlossen und hat sich jetzt auf diese Lösung eingelassen. Ich würde sagen, aus Sicht von Frau Merkel zwingend und notwendig, weil wenn sie das nicht getan hätte, wäre der Laden tatsächlich auseinandergeflogen. Ich würde noch mal ganz gerne zurückkommen auf den Brexit. Das war ja nie in Großbritannien eine Idee, dass die Ever Closer Union eine Konzeption für die Zukunft gewesen wäre.
Aber nachdem jetzt der liberale Störenfried sozusagen nicht mehr mit dabei ist, hätte man doch erwarten können, dass Deutschland und Frankreich mit einer ganz neuen Führungsrolle in Europa auftreten können und auch diese Versprechen dieser immer größeren und tieferen Union eine neue Dynamik verleihen können. Ist dazu Merkel und Macron bereit oder warum passiert das nicht oder passiert das jetzt trotzdem mit diesem neuen Ergebnis der Verhandlungen, Frau Keller? Also ich versuche es nochmal und entschuldige mich für die Technikprobleme, die uns hoffentlich, und ich drücke ganz fest die Daumen, nicht mehr weiter begleiten werden. Also ich glaube, einer Schritt mehr Europa. Es ist zum ersten Mal, dass die Europäische Kommission im großen Stil Schulden aufnimmt. Nicht das erste Mal, aber im großen Stil. Und es ist tatsächlich, dass im Vergleich zu vergangenen Maßnahmen das Prinzip des Schuldners und des Nutzers, das aus deutscher Sicht immer sehr wichtig war oder sehr viel betont wurde, etwas weiter gelockert wird. Ja, also die Europäische Kommission nimmt die Gelder auf und die Mitgliedstaaten geben diese Gelder aus oder investieren diese nicht völlig ohne Einschränkungen oder Vorgaben. Es gibt eine gewisse Überprüfung eben auch und ich glaube, das ist auch wichtig und richtig. Und insofern ist es tatsächlich schon so, dass sich die ja schon Altweisheit, dass in Krisen tatsächlich Europa vorankommen kann, sich auch in diesem Fall bewährt. Das heißt aber nicht, dass, das klang ja tatsächlich bei Herrn Wahl auch schon an, dass diese Konfliktlinien, die Europäische Union als Wirtschaftsgemeinschaft und eben zum gewissen Grad auch als politische Gemeinschaft prägen, nicht mehr vorhanden sind, nur weil Großbritannien nicht mehr drin ist. Und damit verbunden würde ich tatsächlich schon sagen, dass es den Kompromiss gibt, heute, dass wir heute von einem Wiederaufbaufonds reden, das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass Merkel und Macron ihr wirklich ganzes politisches Gewicht in die Waagschale geworfen haben, dass es da natürlich zu Verhandlungen kommt und dass nicht alle Vorbehalte vor dem Gipfel ausgeräumt worden sind von beiden. Ja, es gab ja Gespräche mit einem anderen Regierungschef in unterschiedlichsten Konstellationen. Das, glaube ich, war auch klar und das konnte man auch erwarten. Also wenn Merkel und Macron mit 500 Milliarden in die Verhandlungen gehen, war klar, dass das nicht am Ende rauskommt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war fast schon überrascht, dass das Prinzip der Zuschüsse von Anfang an eigentlich nicht mehr hinterfragt worden ist. Und das war für mich eigentlich das Bemerkenswerte, dass dieses Grundprinzip als Erweiterung, als ein Element, das eben Teil dieses Wiederaufbaufonds ist, auch von den sogenannten Sparsamen eigentlich nie in Frage gestellt wurde, sondern die Verhandlungsbasis immer war, wie viele Zuschüsse wird es geben, wie hoch ist der Anteil der Kredite, mit welchen Auflagen werden diese verbunden und letztlich auch in welcher Form werden die auch irgendwann wieder zurückgezahlt werden müssen. Also ich würde schon sagen, es ist ein Moment schon tatsächlich deutsch-französischer Führung. Und wer glaubt, dass nur weil Macron und Merkel was vorschlagen, das Gesetz in einer Union von 27 ist, ich glaube, das vereinfacht auf eine Art und Weise, die man einfach auch nicht erwarten kann. Das ist nicht mehr als eine Verhandlungsgrundlage, die, glaube ich, tatsächlich am Ende dazu geführt hat, dass es einen Kompromiss gibt. Aber dass da bei Absprüche machen, dass da noch Absprüche abgehen, das, glaube ich, war vorherzusehen. Das glaube ich, das Verhandlungsergebnis war im Bereich dessen, womit man hat rechnen müssen, in angesichts der Konfliktlinien, die es einfach gibt. Begründet wurde ja dieser Aufbaufonds damit, dass die Staaten unverschuldet in diese Corona-Krise geraten sind, anders als bei der Staatsschuldenkrise, die ja ein Stück weit auch dann durch die Staaten selbst mit verursacht wurde. Ist denn diese Idee, die Frankreich schon seit jeher oder seit zumindest der Staatsschuldenkrise umtreibt, dass es eine Art Vergemeinschaftung von Schulden geben sollte, jetzt ein Stück weit näher gekommen, selbst wenn es keine Eurobonds gegeben hat? Herr Wahl?
ich glaube nicht, denn ich habe ja, da wird Frau Keller zustimmen, selbst gesagt, es gibt zwei neue Komponenten, die es vorher nicht gab. Das ist zwar richtig, aber eine Bilanz besteht ja nicht nur aus den Aktiva, sondern sie besteht auch aus den Passiva. Und da müssen wir mal auf diese Seite gucken. Und da werden wir feststellen, erstens, die Eurozone ist von allen großen Wirtschaftszentren, Japan, USA, China, am härtesten von der Krise bisher betroffen. Mit 10,2% minus, wenn man die IWF-Zahlen zugrunde legt. Die USA sind bei 8% und Japan bei 5,8% miesen. Und die Chinesen sind laut IWF bei plus 1%. Das heißt also, von den großen Zentren ist erstmal die Eurozone also das Zentrum der EU, am härtesten von dieser Krise betroffen. Und die meisten sehen noch nicht, was in den nächsten 2-3 Jahren auf uns zukommt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Betroffenheit innerhalb der Eurozone von der Krise ist ebenfalls sehr ungleich. Frankreich, wieder die Zahlen des IWF, mit minus 12,5% und Deutschland mit minus 7,8%. Das wird Konsequenzen haben für das deutsch-französische Verhältnis. Italien auch mit 12,8 und Spanien mit 12,5 und Spanien sogar mit 12,8 in den Miesen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in den sozialen Indikatoren. Arbeitslosigkeit. Für Spanien wird 19% vorhergesagt. Aber das ist noch nicht alles. Es kommt eine dritte Ebene sozusagen hinein. Durch die Krise wächst in enormem Maße die öffentliche Verschuldung. Und auch da sind die Zahlen wiederum sehr ungleich. Bei den Deutschen geht sie von 60 auf 70 und bei den Franzosen auch von 100 auf 120. Bei Italien sogar auf fast 160. Ja. Das heißt, die Schuldenlast wird dann in den nächsten Jahren ein ganz zentraler Faktor sein für die weitere Entwicklung. Und das ist aber noch nicht alles. Da kommt jetzt noch eins obendrauf. Scheint paradox zu sein, nämlich die Rettungspakete, die einzelnen Nationalstaaten geschnürt haben, Deutschland, das Wumms-Paket und so weiter, sind ebenfalls sehr unterschiedlich und können nur werden auf sehr unterschiedliche Weise die Krisenfolgen abdämpfen. Bei Deutschland ist es so, dass fast ein Drittel des BIP inzwischen in diese Programme hineingeht, während Frankreich sich 12% erlaubt und Italien 14% bisher. Wenn Sie sozusagen in die Gesamtbilanz, Frau Keller, diese Passiva mit einbeziehen, dann wird das nicht mehr EU werden, sondern dann wird das die zentrifugalen Kräfte und die internen Differenzierungen innerhalb der EU vertiefen und ganz besonders das Kräfteverhältnis zwischen Frankreich und Deutschland. Insofern würde ich sagen, Vorsicht mit der Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ich kann es verstehen, ja. Aber man sollte da seine Gefühle und seine Wünsche nicht mit den harten Realitäten sozusagen verwechseln, zumal ja all die anderen Grundprobleme der EU fortbestehen, der Eurozone. Das ist wie, also zum Beispiel der Euro, ja, das ist wie tektonische Verschiebungen im Untergrund. Das wird diese Krise und ihre Krisenfolgen weiter verstärken, die dann irgendwann zu einer Eruption, zu einem Erdbeben oder zu einem Vulkanausbruch führen. Das Problem bleibt ungelöst. Und da habe ich jetzt noch nicht erwähnt, die Flüchtlingskrise und den Ost-West-Konflikt und alles andere. Also, ja, ich bin etwas unsicher. Ich möchte jetzt mal die Position des schwäbischen Hausmannes einnehmen und doch mal nachfragen. Verständlich ist mir das nicht. Also das ist jetzt eine Art neokenzianische, antizyklische Bazooka, die hier rausgeholt wird und die das Ganze richten soll. Ist das eine gute Strategie, um eine solche Krise, wie jetzt die durch den Coronavirus verursachte Wirtschaftskrise, zu beherrschen, abzumildern? Was wird geschehen, wenn diese Krise noch einmal wiederkehrt? Soll dann mit den gleichen Mitteln noch einmal das Gleiche geschehen? Was ist da Ihre Position, Frau Keller? Also ich glaube, wenn wir sagen, dass das, vielleicht muss man die Geschichte auch urteilen lassen, aber wenn tatsächlich heute Abend
Einige sagen, es ist ein historischer Moment. Dann sicher nicht, Herr Wahl, da sind wir uns, glaube ich, einig, weil er alle Probleme der EU der kommenden Jahre lösen wird. Das ist es sicher nicht. Aber ich glaube tatsächlich, der Vorschlag, der seit heute existiert, reagiert genau auf all die Punkte, Herr Wahl, die Sie ansprechen. Nämlich die Beobachtung, dass Nationalstaaten nicht nur unterschiedlich von der Krise betroffen sind, von der Gesundheitskrise, von der Wirtschaftskrise, sondern damit verbunden auch, dass tatsächlich die fiskalische Handlungsfähigkeit in allen Staaten nicht dieselbe ist. Und vor diesem Hintergrund tatsächlich verstehe ich auch die durchaus bemerkenswerte Bereitschaft im Vergleich zu vorherigen Krisen von deutscher Seite zu sagen, naja, also nur über weitere Kreditlinien werden wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Und deswegen ist es ist eben zum ersten Mal tatsächlich im größeren Umfang Zuschüsse zu nationalen Haushalten. Das ist, so würde ich mal so sagen, tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man sich die Staatsfinanzen unterschiedlicher europäischen Staaten über den Zeitverlauf anguckt, ist schon eindeutig, dass viele im Zeitverlauf sehr stark zugenommen haben. Und diese Problematik wird wieder auf uns zukommen. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich die richtige pragmatische Herangehensweise zu sagen, wir versuchen in dem ersten Schritt die stärksten wirtschaftlichen Verwerfungen über die nächsten wenigen Jahre abzufedern. Und dafür leistet auch der Europäische Wiederaufbaufonds ein wesentlicher Teil. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Stück weit auch die Lehre aus der vergangenen Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch in Deutschland an vielen Stellen trotz der teilweise fast schon verwunderlichen Beachtung der schwarzen Null vorhanden ist. Nämlich, dass es in Momenten im akuten wirtschaftlichen Einbruch ist, sinnvoll sein kann, über Schulden, also sozusagen über eine zusätzliche fiskalische Handlungsfähigkeit, die Situation zu stabilisieren und dadurch Wirtschaftskraft zu bewahren, ja, also im Grunde Unternehmen vor dem Ruin zu bewahren, Arbeitsplätze zu sichern und dass sozusagen die Kosten, die damit verbunden sind, geringer sind als das, was letztlich die Schulden inklusive Tilgung, und wir sind eben in einem Niedrigzinsumfeld letztlich kosten. Deswegen glaube ich schon, ist es im Moment tatsächlich richtig zu sagen, wir können das nicht mehr nur über Geldpolitik abfangen, ja auch nicht mehr nur europäisch, sondern es muss auch fiskalisch über eine gemeinsame europäische Handlungsfähigkeit sichergestellt werden. Und ich würde doch jetzt einfach mal sagen, das ist eine ganze Menge Geld, die auf dem Tisch ist. Und jetzt soll doch diese Summe erst einmal vernünftig investiert und eingesetzt werden in allen Mitgliedstaaten. Und dann schauen wir weiter, was dann vielleicht noch notwendig ist und was diese Mittel eben erreichen können. Und wenn wir auf den europäischen Einigungsprozess schauen oder auch auf die Euro-Krise, ist es doch oft so gewesen, dass Dinge, die zunächst einmal punktuell erschienen sind, wenn sie sich bewährt haben, tatsächlich dauerhaft etabliert würden. Deswegen glaube ich, ist es tatsächlich schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sehen, wie dieses Programm in der Praxis funktioniert, wo das Geld ankommt, welchen Unterschied es macht, dass es nicht einfach nur versickert. Und ich glaube, tatsächlich den größten Bärendienst, den man dem ganzen Projekt tun kann, ist, wenn das Geld nicht sinnvoll eingesetzt wird. Und ich glaube, so gesehen ist tatsächlich der Aufruf und das Plädieren der Nordländer für eine vernünftige Mittelverwendung und auch eine Kopplung an sozusagen einen gesamtökonomischen Prozess, der strukturell überlegt, wie kann ich Volkswirtschaften wettbewerbsfähig machen, und davon sind wir letztlich alle abhängig, wenn wir umverteilen wollen, wie das vernünftig geschehen kann. Also ich glaube, es ist tatsächlich eine Kompromisslösung, die einiges an Potenzial bietet für die kommenden 2 Jahre, vor allen Dingen jetzt mal. Letzte Frage zum Aufbaufonds, bevor wir wieder auf die deutsch-französischen Beziehungen zurückkehren, vielleicht auch nochmal auf die Corona-Situation in Deutschland und Frankreich schauen. Herr Wahl, sind Sie optimistisch, dass das Geld, das jetzt in die Hand genommen wird, auf vernünftige Art und Weise, wie Frau Keller sagt,
ausgegeben werden kann, aus einer zentralistischen Perspektive, wie wir das aus der Europäischen Union eben kennen. Noch ein Satz zu dem, was Frau Keller gesagt hat. Die Zunahme der italienischen Schulden auf ungefähr 160% ist in absoluten Zahlen 380 Milliarden Euro. Das ist also in etwa so viel wie das gesamte Zuschusspaket. Und nur mal, um die Dimensionen zu zeigen, ich würde mich also in dem Fall dem offiziösen Brüsseler Think Tank Bruegel anschließen, der sagt, gemessen an der katastrophalen Situation ist das ein Tropfen auf den heißen Steinen überhaupt nicht ausreichend. Jetzt, Herr Obrecht, zu Ihrer Frage, die ich mir ehrlich gesagt jetzt, können Sie mal einen kurzen Stichwort geben, wieder entfallen ist. Ja, ob das vernünftig verteilt werden kann. Ach so, ja, die Verteilungsfrage. Ja, da denke ich schon, dass es eine halbwegs regelgemäße Verteilung geben wird. Also ich habe in meiner aktiven NGO-Zeit über 12 Jahre lang selbst EU-Zuschüsse erhalten und weiß, wie das System funktioniert. Und auch jetzt in der Stellungnahme von dem Michel ist wieder sehr ausdrücklich und sehr stark auf Kontrollmechanismen, auf Antikorruption und so weiter abgestellt. Also da würde ich mir jetzt im Prinzip keine so großen Sorgen machen, dass dort etwas grundsätzlich schief geht. Den einen oder anderen Skandal wird es ganz sicher geben, die gibt es ja immer, ja, aber da würde ich mir keine großen Sorgen machen. Insofern ist dieser Teil des Programms für mich jetzt nicht sehr problematisch. Ich würde vielleicht noch einen einzigen letzten Satz zur Sache sagen wollen. Es ist, und zwar, weil es, glaube ich, der Sache wirklich nicht ganz gerecht wird, es ist, das Programm, das jetzt verabschiedet wurde, ist mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn es um die kurzfristige fiskalische Handlungsfähigkeit von Italien und von Spanien geht, was die Bekämpfung der unmittelbaren Konsequenzen der Krise ist. Und das war der Anspruch des Pakets. Es ist keine Antwort auf eine langfristig gedachte Frage der Staatsschuldenproblematik in der Eurozone. Diese Ausrichtung hat dieses Programm auch nicht. Okay, deswegen ist es auch kein Paradigmenwechsel. Also Paradigmenwechsel, davon habe ich auch nie gesprochen. Also ich habe gesagt, es ist ein weiteres Element, ein weiterer Integrationsschritt im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten. Okay, aber es gibt mehr würde ich auch nicht sagen, ja. Aber es ist ein Schritt weiter. Ja. Okay, also schauen wir vielleicht auf die allgemeine Situation während der Corona-Krise in Deutschland und Frankreich. Und auf die doch nicht unerheblichen Verwerfungen zwischen beiden Ländern. Ich sage da nur ein Stichwort an Herrn Wahl und Frau Keller. Wer als Erster antworten will, kann das ja dann tun. Grenzschließung einseitig von Deutschland bestimmt, in Frankreich nicht gutiert, nicht gerne gehört und gesehen. Ich kann gerne, ja, ich meine, Grenzschließung ist ein schwieriges Thema. Und welche Effekte das tatsächlich hat, das haben wir in der Krise, glaube ich, an vielerlei Stelle realisiert. Und ich glaube, den Freiburgern muss ich das gar nicht erzählen. Das ist ungünstig gelaufen. Also macht es sehr, dass da unilateral die Grenzen geschlossen wurden, weil er tatsächlich überall in allen europäischen Staaten in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr weitreichende Entscheidungen getroffen wurden. Ja. Ich glaube, das Problem war tatsächlich viel mehr, dass die viel zu lange zu waren. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das ab dem Zeitpunkt, wo die Franzosen ja noch mehr als wir Deutschen gebunden waren, unsere vier Wände möglichst gar nicht zu verlassen und nur in Frankreich mit einer Bescheinigung, die dokumentiert, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt im Grunde Grenzkontrolle als solche auch gar keinen nützlichen Sinn mehr hatte. Deswegen tatsächlich wäre das doch sehr wünschenswert, wenn es sich in unserem kollektiven Gedächtnis eingraben würde, auch all denjenigen,
die, wie ich, den größten Teil ihres Lebens tatsächlich in offenen Grenzen in Europa leben durften, dass das tatsächlich ein Mittel ist, das ganz erhebliche Wirkungen hat über die physische Grenze als solche hinaus. Nämlich das, was es im Leben der Menschen in der Grenzregion macht und das, was verbunden damit auch tatsächlich, was es auch in den Köpfen bewegt. Ja. Und wir haben schon gesehen, dass da an einer oder anderen Stelle tatsächlich auch wieder Feindbilder, von denen wir gedacht haben, dass die längst der Vergangenheit angehört hätten, wieder aufgetaucht haben. Deswegen ist hoffentlich tatsächlich die Lehre aus dieser Erfahrung, dass das ein Instrument ist, das am besten nur in ganz akuten Notfällen, wenn es wirklich gar nicht anders geht und wenn es sich mit einer sachlichen Begründung rechtfertigen lässt, dann nur aber zu verwenden. Konnten wir jetzt nicht auch beobachten, dass gerade in dieser Krisensituation die Ungleichgewichtigkeit zwischen Deutschland und Frankreich besonders deutlich hervorgetreten ist? Auch hier, die Corona-Krise hat in Frankreich viel stärkeren Impact gehabt, also Einfluss gehabt, als das in Deutschland der Fall war. Ist das nicht auch ein Nachweis dafür, wie sich in den letzten 20, 30, ja vielleicht auch 40 Jahren die Kräfteverhältnisse doch in erheblichem Maße in Richtung Deutschland als stärkeren Partner verschoben haben? Also ich glaube, an der Frage der Grenzschließung würde ich das nicht festmachen. Ich glaube, das ist ungünstig gelaufen und da sind sicherlich auch Aufarbeitungsprozesse im Gange, dieses, wo da versucht wird zu verstehen, wie es dazu kam. Und ich meine, dass Frankreich stärker von der Krise betroffen wurde in so einer ersten Welle als Deutschland, das würde ich jetzt zu einem gewissen Grade einfach auch mal als Zufall der Geschichte bezeichnen. Was der Umgang mit der Krise dann im Weiteren betrifft, da gibt es vielleicht tatsächlich Bereiche, wo man einfach nochmal genauer hingucken muss. Das, glaube ich, kann man jetzt aber nicht unmittelbar über an Kräfteverhältnis sich Verschiedenes zwischen Deutschland und Frankreich festmachen. Ja, wobei in Frankreich gibt es starke Kritik auch an der Art und Weise, wie die Krise gemanagt wurde, unter anderem dadurch, dass man sagt, dass das Gesundheitssystem nicht das gehalten hat, was es eigentlich versprochen hat und dass es insgesamt zu einer größeren Verwerfung kam in Frankreich, weil es einfach in der Weise zentralistisch organisiert war, was hier an Krisenmanagement vorhanden ist. Ist das eine Schwäche Frankreichs, auch jetzt im Rahmen der Europäischen Union, die ja eine föderale Struktur hat? Ja, ich glaube, da liegt eine gewisse Schwäche in Frankreich. Aber man muss umgekehrt auch sagen, dass die Deutschen einfach auch Glück hatten. Ja, bei uns war es später. Das ist in Frankreich losgegangen, als in Mulhouse eine Riesenversammlung von irgendwelchen religiösen Sektierern stattfand, die sich alle angesteckt haben. Das war der unglückliche Zufall. Da kann weder das zentralistische noch das föderalistische System in Deutschland was. Das ist wirklich Pech für Frankreich gewesen. Ja. Und die Deutschen hatten etwas Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es umgekehrt gekommen wäre. Wenn ich an die ersten Tage denke und Wochen, das RKI erzählt, alles unter Kontrolle, der Gesundheitsminister, wir sind bestens vorbereitet. Die üblichen Politikersprüche, die man angesichts solcher Krisen hat, da muss man natürlich auch sehen. Ja. Aber was mir eigentlich wichtiger ist, ich finde die Debatte um die Grenzen oder überhaupt das Framing als Grenzen zwischen Nationalstaaten hier etwas fehl am Platze. Bei einer Pandemie geht es nicht um Grenzen, sondern geht es um Quarantäne. Und konstitutiv für den Begriff der Quarantäne ist räumliche, territoriale Abschließung. Und die hat es ja nicht zwischen Frankreich und Deutschland nur gegeben. Andere waren sogar früher dran. Ja. Österreich war früher gegenüber der Lombardei und Mecklenburg war auch früher als manche andere, ihr eigenes Ding abzuschließen. Und als jetzt der Kreis und Landkreis Gütersloh dicht gemacht worden ist, dann war das auch der Fall. Also ich muss an dem Fall mal die EU in Schutz nehmen und sagen, da kann man ihr wirklich nicht sehr viel vorwerfen. Eine Pandemie ist nun mal ein Phänomen, das es hier zu meinen Lebenszeiten und selbst meiner Eltern nicht gegeben hat. Und da ist völlig klar, dass wenn dann solche Quarantänemaßnahmen laufen,
dann heißt das territoriale Abschließung. Das ist das eine. Zum Zweiten kommt natürlich hinzu, dass hinter der Erwartung, die EU hätte das Gesundheitsproblem dann die Epidemie managen sollen, natürlich auch eine völlig falsche Vorstellung steckt, was die EU real ist. Dahinter steckt die Vorstellung, die Illusion, die EU sei so etwas wie ein Nationalstaat, wie China, wie die USA oder wie Frankreich. Das ist sie eben nicht. Und hier liegt übrigens ein sehr grundlegendes Problem, das man in allen europapolitischen Diskussionen an den Hals bekommt. Die EU ist, das muss man nochmal in aller Klarheit sagen, kein Staat. Die EU ist ein, wie es im Jargon heißt, Konstruktion sui generis. Das heißt, eine seltsame und sonst nirgendwo so existierende Mischung aus einerseits einer Allianz von Nationalstaaten und auf der anderen Seite damit amalgamiert supranationale Elemente. Und Gesundheitspolitik, die Bekämpfung von Epidemien gehört eben nicht in den supranationalen Bereich, sondern die gehört in den Bereich der nationalstaatlichen Zuständigkeiten und Kompetenzen. Deswegen finde ich es völlig okay und harmlos und habe überhaupt kein Problem damit gehabt, dass die Grenzen geschlossen worden sind. Dass die Betroffenen das natürlich unangenehm finden, ist völlig klar. Wenn ich in Quarantäne komme und will in Urlaub fahren, muss man Doktor sagen, er muss jetzt hier 14 Tage zu Hause bleiben, ist mir das natürlich auch unangenehm. Völlig klar. Aber dann kann man auch die Idee der Quarantäne vergessen. Insofern also würde ich sagen, an diesem Punkt kann man der EU keine nennenswerten Vorwürfe machen. Und was die Situation in Frankreich angeht und den Umgang mit der Krise, würde ich das jetzt auch nicht als besonders großartigen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich definieren. Es gab vor der Pandemie monatelang Riesenproteste in den Krankenhäusern aus dem einfachen Grunde, weil in Frankreich durch die neoliberale Politik und Reformen von Macrons das Krankenhauswesen kaputt gespart wird. Bei uns in der Tendenz ja auch, aber wir haben das Glück, da sind wir wieder Nachzügler, ist nicht ganz so weit geschehen. Und jetzt ist es natürlich durch die Pandemie so, dass dieser Prozess ganz sicher gestoppt wird. Und da wird es eine Wende geben, hoffe ich, in beiden Ländern. Aber sehr prinzipielle und grundsätzliche Schwierigkeiten, besondere Art für Frankreich würde ich da nicht sehen. Und was Zentralisierung angeht, nun gut, das betrifft alles, das betrifft auch die Wirtschaft. Ja. Eine Stärke der deutschen Wirtschaft ist nun mal, dass sie nicht ein Ballungszentrum hat und auch in vielen anderen Fragen. Vor- und Nachteile des Föderalismus kann man diskutieren, aber da sehe ich jetzt keine dramatische Besonderheit für Frankreich. Ja, unser Thema ist ja eigentlich Merkel und Macron und auch die Frage, inwiefern wir da auf europäischer Ebene Zukunft haben, eine neue Ehe eingehen können. Ehen müssen zukunftsfähig sein, das wissen wir, also brauchen wir den Trauring nicht überstreifen, wenn wir uns gleich wieder scheiden lassen. Jetzt hat Macron vorgelegt in seiner Sorbonne-Rede und hat tatsächlich eine neue Partnerschaft mit Deutschland angestrebt, aus der dann auch der Aachener Vertrag herausgekommen ist und gleichzeitig aber auch eine neue Vorstellung der Europäischen Union vorgelegt. Es soll ein souveränes Europa sein und es soll ein schützendes Europa sein. Was ist mit diesem Konzept passiert? Wie weit wurde von Frau Merkel darauf eingegangen? Gibt es da etwas, was sich bewegt hat? Oder bleiben wir im Grunde genommen immer nur im Krisenmodus, der von heute auf morgen die Entscheidungen fällt und die längerfristigen Perspektiven dabei nicht berücksichtigt? Was ist Ihre Position, Frau Keller? Ja, es wäre schön, wenn tatsächlich wir das Gefühl hätten, wir wären irgendwann vielleicht auch mal nicht mehr im Krisenmodus und hätten Freiräume, um proaktiv zu gestalten. Ich glaube, Macrons Vorstellung dessen, wie er sich die Europäische Union vorstellt, die liegt schon auch hinter dem, was wir hier sehen. Ja, ein schützendes Europa, ein solidarisches Europa. Ich glaube, das sind schon Elemente, die wir jetzt auch in der krisenbezogenen Europapolitik auch sehen. Und man muss schon sagen, Europapolitik war ein wesentliches Element von Macrons Wahlkampf und tatsächlich auch eine Säule, die ihm im Grunde innenpolitisch innerhalb Frankreichs zum Wahlsieg verholfen hat.
weil es ihm dadurch gelungen ist, innerhalb des Landes tatsächlich die moderaten, proeuropäischen Kräfte aus den klassischen Lagern im Grunde an sich zu binden. Und Macron hat tatsächlich eben auch von Anfang an seine Vorstellung, sein Europa-Leitbild, wenn man es so formulieren möchte, in der Umsetzung immer in der Partnerschaft mit Deutschland gesehen hat. Also immer sozusagen im Grunde den Schulterschluss gesucht und hat den rückblickend nur zögerlich von deutscher Seite gefunden. Das, glaube ich, war zumindest auch auf französischer Seite die überwiegende Wahrnehmung. Und ich habe tatsächlich schon den Eindruck, dass gerade in Sachen, die auch Europapolitik betreffen, sich in Deutschland schon Veränderungen gegeben haben, die ein Stück weit tatsächlich dem entsprechen, was französische Politiker schon viel länger und auch Macron gefordert haben. Und das ein Bereich, glaube ich, wo man das schon ganz gut festmachen kann, ist tatsächlich die Frage, inwieweit man wirtschaftliche Interesse auch durch sowas wie staatliche Prioritätensetzung beispielsweise in industriepolitischen Fragen umsetzen muss. Ja, während tatsächlich von deutscher Seite lange eher die Vorstellung war, dass wir das einfach in multilateralen Verhandlungsrunden machen können, dass gemeinsame Spielregeln tatsächlich dieselben für alle sind, ist doch der Überzeugung gewichen, dass wir, wenn wir tatsächlich auf der Weltbühne auch wirtschaftlich weiter eine Rolle spielen müssen, tatsächlich auch in einer anderen Art und Weise als in der Vergangenheit strategisch, industriepolitisch denken müssen, bis hin tatsächlich, und das ist schon auch in einer gewissen Weise bemerkenswert für den deutschen Wirtschaftsminister, eben hin zu fragen, wann der Staat tatsächlich auch in beispielsweise in Unternehmen einsteigt. Also das ist tatsächlich so ein Bereich, wo ich tatsächlich schon denke, dass so eine gewisse Veränderung auch innerhalb Deutschlands gibt, die tatsächlich eher so eine Tendenz aufzeigt, hin dessen, was in Frankreich eben schon länger eine Überzeugung ist. Und gewissen Grade, glaube ich, kann man das zusätzlich auch an so einen anderen militärpolitischen Fragen festmachen. Also so die Erkenntnis, wir können sozusagen unser Schicksal militärisch auch nicht nur und immer vertrauensvoll in amerikanischen Händen sehen, sondern bis zu einem gewissen Grad hat auch Deutschland sozusagen da mit eine Führungsverantwortung. Also das sind so Bereiche, wo, glaube ich, sehr tatsächlich nicht nur kurzfristig politisch aktualitätsbezogen, klar, den Aktualitätsbezug gibt's, aber wo tatsächlich ich schon das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen tiefer liegen strukturell bestimmte Dinge so ein bisschen verschieben und tatsächlich auch diese deutsch-französische Kooperation, was sozusagen die Ausrichtung auf größere Ziele tatsächlich in gewisser Weise in den kommenden Jahren vereinfachen könnten. Liegt das jetzt an den Köpfen oder liegt das an den Institutionen? Also wenn wir den Economist aufschlagen, können wir in jeder Woche fast lesen, she must lead. Also Frau Merkel sollte die Europäische Union führen. Tut sie das oder möchte sie doch nur moderieren, Herr Wahl? Sie tut das nicht. Und ich würde auch mal sagen, sie tut klug daran, einfach deswegen, weil sie es auch nicht könnte. In einer internationalen Allianz sozusagen eine Führungsrolle im traditionell geopolitischen Sinne zu nennen, da lasse ich mal, um das in Klammer anzumerken, die grundsätzlichen Bedenken überhaupt gegen diese Denkweise ist. Es ist eine hierarchische, dominanzorientierte und durch undemokratische Konzeption, die hinter so Begriffen wie Führung steht. Ja? Klammer zu. Also Frau Merkel kann es nicht, selbst wenn sie könnte. Denn wenn man sich anschaut und wiederum gedacht in den traditionellen Kategorien geopolitischen Denkens, dann fehlen ihr die Ressourcen dazu.
Was sind die Ressourcen, um Großmachtpolitik zu spielen, um Führungsrollen zu spielen? Also zum einen das ökonomische Potenzial, das hat sie, das ist richtig, ja. Zweitens aber eben auch das militärische, und das hat sie überhaupt nicht, sondern da steht Frankreich an der Spitze mit seiner Force de Frappe, und die sind nicht im Allergeringsten daran interessiert oder auch nur bereit, auch nur einen Zipfel von dieser Machtressource abzugeben. Dann gibt es drittens die politischen Ressourcen, das ist also der Einfluss in internationalen Organisationen und so weiter. Und gut, da ist aber auch Frankreich, denke ich, immer noch leicht im Vorteil mit seiner Rolle, die es als ständiges Sicherheitsratsmitglied hat und durch seine dank kolonialer Vergangenheit sehr weit gespannten diplomatischen Netze. Und dann gibt es noch die sogenannte Softpower, also die kulturelle Ausstrahlung. Also die Deutschen zwar auch nicht schlecht mit Mercedes und Beckenbauer, aber auch da ist Frankreich, glaube ich, immer noch die Nase vorn. Entscheidend ist, dass Merkel von diesen vier Machtressourcen nicht die genügende Konzentration aufbringen kann, weil sie sie nicht hat, ja, um eine Führungsrolle zu beanspruchen und auch durchzuführen. Und deswegen glaube ich, um sozusagen kurz und bündig auf Ihre Frage nochmal zu antworten, Frau Merkel führt nicht, weil sie es nicht kann. Und es gibt niemanden in der EU, der es könnte. Das ist ein Grunddilemma, wiederum in Kategorien geopolitischen Denkens für die EU. Und deswegen wird auch aus der Großmacht EU, so meine Einschätzung, nichts werden. Ja, aber wohin dann? Und ich würde ganz gerne eine Frage aufgreifen, die ein Zuhörer hier gestellt hat, weil die gerade ganz gut passt. Ist denn ist die deutsch-französischen Beziehung in der Europäischen Union nicht auch etwas, was neue Allianzen verstellt, was neue Allianzen auch verhindern kann? Bräuchte man das dann nicht, oder bräuchte man das, dass das vielleicht offener gestaltet wird? Ich denke beispielsweise auch an das Weimarer Dreieck in der Wahl. Ja, ich habe die Frage eben auch gesehen und implizit habe ich ja schon darauf geantwortet. Die EU ist ja keine basisdemokratische Veranstaltung. Und wenn wir über deutsch-französische Achse und deutsch-französische Führung reden, dann reden wir auch über deutsch-französisch Geführte. Ich sprach eben über kulturelle Potenzial, über kulturelle Ressourcen, über Softpower. Die Deutschen haben etwas, was sie nie loswerden können, und das ist die deutsche Geschichte. Und in Dänemark und in den Niederlanden ist man ganz und gar nicht auf eine deutsche Führungsrolle, auch nicht nur, aber auch aus historischen Gründen interessiert. Die sind nicht reingekommen in die EU, um sozusagen geführt zu werden. Und das gilt in viel stärkerem Maße noch für den Osten. Polen, Ungarn und die anderen östlichen Mitgliedstaaten haben in viel stärkerem Maße noch genau dieses Problem. Die sind interessiert an der EU, solange es Geld gibt, solange es, falls es Protège gibt, also haben Sie recht, Frau Keller, in dem Programm ist ein Element von Elementchen vielleicht von Protège drin, von Protection. Aber sobald es daran geht, die grundlegenden, den harten Kern der nationalstaatlichen Interessen sozusagen da Abstriche zu machen, ist es aus bei denen. Viel ausgeprägter und stärker noch als anderswo. Und das werden weder Macron noch Merkel noch beide gemeinsam knacken. Was ist mit dem Weimarer Dreieck, Frau Keller? Ist das nicht ein Gebot der Stunde? Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich eine wichtige Frage. Und es ist eine Frage, die tatsächlich so das Deutsch-Französische im Europäischen immer wieder aufwirft. Also ganz grundsätzlich, glaube ich, würde ich sagen, gilt es festhalten, dass es ganz unterschiedliche Bündnisse, in Anführungszeichen, Achse ist wohl wirklich kein besonders gelungener Begriff, Affinitäten, Gruppen, informelle Diskussionsformen, Abstimmungsgremien neben den offiziellen innerhalb der Europäischen Union gibt. Das war schon immer so, und das hat natürlich eine besondere Relevanz mit Blick auf das Deutsch-Französische, weil es eben zwei besonders große Mitgliedstaaten eben sind. Ganz interessant fand ich tatsächlich in dem Zusammenhang, wie man versucht hat, mit dem Aachener Vertrag diese
Ambivalenz tatsächlich in etwas Positives umzumünzen, indem man gesagt hat, naja, für bei der Rede ist die EU sozusagen mit einbezogen, mit und alle, wenn man nach dem Vertrag reinschaut, ist es tatsächlich so, dass an ganz vielen Stellen, wo Deutsch-Französisch außerhalb sozusagen der offiziellen europäischen Vereinbarungen Projekte angestoßen werden, dass die tatsächlich offen sind, immer auch für die Beteiligung von anderen Mitgliedstaaten, also sozusagen diese offene Handreichung. Und daneben ist natürlich, Sie sprechen es an, das Weimarer Dreieck ein weiteres wichtiges Forum, eben weil es sozusagen die Öffnung nach Osten in einer gewissen Weise auch strukturell integriert und eben aus deutscher Perspektive eben beide Nachbarn sozusagen mit einbezieht. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, man kann das nicht pauschal beurteilen, das ist gut oder das ist schlecht. Die Realität, die gibt es, und die Frage ist, unter welchen Bedingungen kann es sozusagen in einem gesamteuropäischen Prozess zuführend sein, ja, sozusagen Kompromisse erleichtern, Koordination erleichtern. In welchen Fällen ist es vielleicht tatsächlich doch eine Art Konkurrenz? Ja, also in gewisser Weise gibt es schon auch beides. Also das Weimarer Dreieck, die Kooperation zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, das wäre eine Option, das, dieses Beide oder das Duo weiterzudenken. Aber scheitert das nicht auch ein Stück weit an der aktuellen Situation in Polen, also an den aktuellen Mehrheitsverhältnissen? Muss man das nicht mit berücksichtigen? Ist da überhaupt die Voraussetzung geschaffen, dass man mit den polnischen Partnern auf ähnlicher Weise, eben auch auf Augenhöhe, eine europäische Initiative starten könnte? Vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Weg vorwärts in die Zukunft. Und ich glaube an der Stelle tatsächlich, Deutschland, Frankreich, Polen ist ein interessantes Dreieck. Aber ich glaube auch, genauso wird Deutschland, Frankreich, Italien ein interessantes Dreieck, um sozusagen den Blick der Südländer noch deutlicher mit reinzunehmen. Also ich glaube, das sind alles Möglichkeiten tatsächlich in Variablen, Geometrien, Formate für Austausch und damit auch für Verständigung und Annäherung zu schaffen. Im Grunde steckt ja dahinter, dass, wie Wolfgang Streeck meines Erachtens völlig zu Recht sagt, die EU eine imperiale Struktur hat, ja, wie ein Imperium. Da gibt es ein Zentrum und da gibt es eine Peripherie, und in der Peripherie kann es Unterallianzen und Unterzentren geben und so weiter. Und das große Problem ist, dass dieses Imperium in einen Krisenstrudel hineingeraten ist seit 2010, und er wird die nächsten 20 Jahre nicht aufhören, nicht nur wegen der ökonomischen und der Pandemiekrise, sondern wir haben ja auch noch einen Klimawandel und einige andere Fragen auf dem Tisch liegen, ja. Dieses Imperium ist also sozusagen auf dem Wege der Implosion, weil es diese Vielfalt, die Komplexität und das Ausmaß dieser Krise mit seinen Governance-Strukturen nicht zu meistern in der Lage ist. Das, würde ich sagen, steckt letztendlich hinter den Dilemmata, wenn die deutsch-französische Führung, wenn das den anderen nicht passt, und dann gründen sie ihren eigenen Laden, und dann reagiert Paris oder Berlin oder beide dann so, naja gut, dann holen wir die Polen an den Tisch für eine Zeit lang und dann auch mal wieder die Italiener. Das sind die klassischen Dilemmata eines Imperiums im Niedergang. Ja, also ich glaube, den Charakter darf es nicht haben, dass man das Gefühl vermittelt, naja, wir suchen uns jetzt ein Partnerchen, weil es uns gerade aus politischen oder strategischen Gesichtspunkten opportun erscheint. Ich glaube, genau das ist damit nicht gemeint. Und in dem Zusammenhang, meine große Frage ist, wären die Krisen so viel kleiner oder so viel anders, wenn es die Europäische Union nicht gäbe? Ja. Und nein. Da bin ich ehrlicherweise skeptisch. Ja. In mancher Hinsicht ja, Da bin ich ehrlicherweise eher skeptisch. Aber in anderer nicht. Da gebe ich Ihnen. Es wäre zum Beispiel, was die wirtschaftlichen Probleme angeht, wenn es nicht den Euro gäbe, mit dem sozusagen die Mitgliedstaaten ihre Währungs- und Wechselkurssouveränität aufgegeben haben, dann hätten sie natürlich in Krisensituationen, in Ökonomen, das wäre schon 2008 und 2010 folgende möglich gewesen, eine größere Flexibilität.
die Krisen werden sich dadurch nicht los, ja. Und ich will jetzt auch nicht die ganzen Instrumente hier durchdeklinieren auf ihre Vor- und Nachteile. Aber es ist natürlich gerade am Euro sichtbar, dass der Euro die Krisenbewältigung für seine Mitgliedstaaten, vor allem jene im Süden, schwieriger macht, als wenn sie den Euro nicht hätten. Es sei denn, sie kriegen jetzt dicke, fette Zuschüsse. Fiskalische Handlungsinstrumente. Und das ist das, was wir heute Abend haben. Ja, bis in den nächsten 2 Jahren und dann ist Schluss. Ja, aber die Solidarität jetzt mit den fiskalischen Handlungsinstrumenten ist jetzt bewiesen, aber hätte man nicht viel früher auch schon in anderer Weise und vielleicht auch in billigerer sogar und symbolischerer Weise Solidarität beweisen können, gerade mit Italien, dass man doch lange alleine gelassen hat mit der Migrationsproblematik. Da hat sich Europa ja, beziehungsweise die großen Länder in Deutschland und in Frankreich, relativ wenig engagiert, um Italien beizuspringen in dieser Krise. Wäre das nicht eine Situation gewesen, wo man auch europäische Solidarität geübt hätte oder üben hätte müssen? Ja, denken Sie an die Griechenland-Krise. War auch nichts mit Solidarität. Das war eine gnadenlose Durchsetzung der Austeritätspolitik und die wurde natürlich noch verstärkt, dass in Athen eine politisch missliebige Regierung saß und deswegen wurde das mit aller Gnadenlosigkeit durchgezogen. Solidarität ist kein Begriff für die Beziehungen zwischen Nationalstaaten. Auch die anderen Begriffe aus persönlichen Beziehungen, Freundschaft oder sowas, das passt da alles nicht. Staaten haben ihre Interessen, die vertreten sie und die Art und Weise, wie sich die Interessen durchsetzen, wird definiert von den Kräfteverhältnissen. Das ist leider so. Ich würde mir auch eine andere Welt wünschen. Und die ursprüngliche Idee, die hinter die sogenannte Europa-Idee, die dahinter stand, lief ja darauf hinaus. Ja. Aber seit Maastricht ist ja die EU direkt dazu konstruiert, sowohl eine Wettbewerbsgemeinschaft nach außen zu sein, also im Grunde sozusagen die globale Konkurrenz zu betreiben. Ich erinnere an die berühmte Lissabon-Agenda, da wollte man bis 2010 zur wettbewerbsstärksten Region der Welt werden, auch so eine geplatzte Illusion. Und natürlich ist das auch nach innen, wenn es jetzt das Urteil im Apple-Fall, weil Apple 12 Milliarden Steuer hinterzogen hat und die Kommission jetzt vor Gericht verloren hat, ja, dann ist genau das Ausdruck dieses Dilemmas, dass das ja so hineinkonstruiert und gewollt worden ist in den Maastricht-Verträgen. Ja. Steuerwettbewerb ist gewünscht und gewollt. Und deswegen wird man sich noch freuen, dass der neue Vorsitzende der Euro-Kommission aus einem super Steuerparadies aus Irland kommt. Nicht? Also hier reibt sich, oder ich würde nicht sagen, hier steht die neoliberal-kapitalistische Logik in krassem Gegensatz zu alledem, was europäisches Denken, europäische Gedanken in positivem Sinne mal gemeint haben. Ja, vielleicht sollte man nicht zu idealistisch an die Frage herangehen, aber in der Europäischen Union ist da schon eine gewisse Hoffnung angelegt, dass sich diese Element weiterentwickelt hin zu einer tatsächlichen politischen Union und damit eben auch das ergibt, was man im Nationalstaat beobachten konnte, also doch eine gewisse Solidarität unter den Bürgern in Form von gemeinsamen Versicherungen beispielsweise. Ist das eine Perspektive, die vollkommen aus dem Blick geraten ist, Frau Keller? Ja, also ich glaube, ich meine, Herr Wahl, Sie sehen die Welt schon auch durch eine spezielle, abstrahierende Vereinfachung einer bestimmten Theorie sozusagen. Und ich glaube, da fällt tatsächlich einiges bei raus, das hat nun wahrlich nichts mit Idealismus zu tun, aber da fällt einiges raus, was tatsächlich den europäischen Einigungsprozess doch auszeichnet und ihn trägt und ihn tatsächlich auch in einer gewissen Weise verwurzelt in anderer Form, als dass es sozusagen nur eine Interaktion von autonomen Staaten erscheinen lässt, die dabei möglichst gut ihre Interessen versuchen zu vertreten. Ich glaube tatsächlich,
die Tatsache, dass das europäische Projekt über so viele Jahrzehnte sich tatsächlich doch in einer beachtlichen Weise entwickelt hat, bei aller Detail- oder auch nicht nur Detailkritik, mancher auch berechtigter, fundamentaler Kritik an der Ausrichtung mit Blick auf einzelne Wirtschaftspolitiken, vielleicht auch im Umgang miteinander in Krisensituationen. Aber ich glaube, man kann nicht wegdiskutieren, dass durch, wie Sie, Herr Obrecht, glaube ich, auch zu Recht Erinnerung rufen, sowas wie Begegnungen über Ländergrenzen hinweg etwas geschaffen wurde, was nicht so einfach wegzudiskutieren ist. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der als Erasmus-Student im Ausland war. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der vielleicht im Rahmen einer Städte- und Kommunalpartnerschaft das Privileg hatte, in einer Familie, in einem europäischen Mitgliedsland leben zu dürfen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der vielleicht mal beruflich die Gelegenheit hatte, in einem anderen Land zu arbeiten, also vielleicht mehr als einfach nur in Urlaub fahren, ja, dass da tatsächlich ein Gerüst ist, das schon sowas wie ein Zusammenwachsen und ein Interesse aneinander, das über strategische Interessen hinausgeht, vorhanden ist. Darf ich ganz kurz dazwischen gehen? Ich bin der kleine Mann hier unten. Ich denke jetzt, ich kann selber nicht in den Chat einsehen, deswegen weiß ich nicht, ob der jetzt schon überläuft oder ob wir die Leute jetzt ermuntern sollten zu schreiben. Wie gesagt, Sie können jetzt schreiben, tun Sie es. Und wenn Sie auch nichts dagegen haben, dass Sie eingeblendet werden, schreiben Sie es dazu. Jetzt, Herr Wahl will er mit Sicherheit darauf antworten. Ja, Frau Keller, ich will das nicht leugnen. Ich gehöre selbst dazu. Ja. Ich habe in Frankreich studiert. Lange vor Erasmus übrigens, ja, also auch lange bevor die EU existierte, das war noch zu EWG-Zeiten. Ich glaube, wir leben in einer Epoche, in der internationale Zusammenarbeit zwingender, notwendiger ist als jemals zuvor. Und wenn man in dieser Situation versucht, doch wieder eine einen Abschließungsprozess zu organisieren, indem man einen föderalen Großstaat meint, bilden zu müssen. Abgesehen davon, Klammer auf, dass es eine völlige Illusion ist und dass sich die meisten inzwischen alle abgeschminkt haben, dann ist das auch etwas, ehrlich gesagt, aus der Zeit gefallen. Sie können das Klimaproblem nicht innerhalb der europäischen Grenzen oder der EU-Grenzen lösen und Sie können auch die anderen Probleme, die wir inzwischen haben, wie die Umbrüche im internationalen System, wie die Probleme der Biodiversität, wie die ganzen auch Armuts- und sozialen Probleme, die Fluchtprobleme, all das sind Dinge, die jetzt diskutiert werden in der EU unter der Maßgabe, wir werden ein Staat, obwohl die dazu nicht das Potenzial, die Kraft, die Fähigkeit und die Möglichkeit haben, aber das ist der Wunsch, das ist die Sehnsucht, kann ich gut verstehen, ja. Aber diese Zeit ist abgelaufen und im Zeitalter der Globalisierung hat eine EU nur dann eine Chance, wenn sie ihre Tendenz der Abschließung, das ist ja nichts anderes als die Ever Closer Union, und die Idealvorstellung der Vereinigten Staaten von Europa, wenn sie von dieser Idee ablässt und sich stärker öffnet zu den extremen Herausforderungen planetarischer Art. Das heißt nicht, die Kooperation in der EU aufzugeben. Das heißt jetzt nicht sozusagen nur noch mit China oder mit Russland oder mit den USA oder sonst was zu machen, mit Afrika. Das ist nicht der Punkt. Und es kommt darauf an, ein Konzept von EU neu zu denken. Und die existenzielle Krise ist ja eine gute Zeit, um einmal solche Gedanken, wie man neu denkt, aufzuwerfen. Es ist also an der Zeit, EU neu zu denken im Sinne einer differenziellen Integration, dort Integration, wo es noch erwünscht möglich ist, aber auch partielle Desintegration in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel, denke ich, bei der Währungsfrage wäre das sinnvoll. Aber gleichzeitig, und das mit wechselnder Geometrie, das heißt also mit Koalitionen der Willigen, die das wollen, und ablassend von der Idee, dass alle 27, alle das Gleiche machen müssen und sozusagen zugeschnitten werden sollen auf eine
Bundesrepublik Deutschland in Großformat mit Brüssel als Hauptstadt und Frankreich als Thüringen und Deutschland als Hessen und so weiter. Diese Vorstellung ist, wie gesagt, finde ich, aus der Zeit gefallen. Die hatte ihre Berechtigung nach dem Zweiten Weltkrieg im Zeitalter der Globalisierung und der gewaltigen planetarischen Herausforderungen und Bedrohungen, die es gibt, muss man davon runter. Sonst vergeuden all die Kräfte, die es in dieser EU gibt, ungeheuer viel Energie darauf, auf diesen Zusammenhalt, auf diese Einheit und so weiter. Mit anderen Worten, wir brauchen ein grundsätzlich flexibleres Konzept von EU. Wir brauchen eine Öffnung auch nach außen, nach Afrika sowieso. Wir brauchen auch eine Außenpolitik, die nicht wieder in die, ja, ich muss sagen, Neandertaler Großmacht-Muster verfällt. Sie haben das Wort Militär erwähnt, also von wegen Friedensmacht. Mal abgesehen davon, dass daraus nichts wird, wiederum, weil die NATO das nicht zulässt und nicht nur die NATO und auch die Polen und viele andere, die der NATO sehr, denen die NATO letztlich wichtiger ist als die EU, ja, werden da nicht mitspielen. Was militärisch da zustande kommt, ist eine deutsch-französische Kooperation mit vielleicht noch 3-4 anderen, die mal Militäreinsätze machen, um die Staatskasse und die militärischen Belastungen Frankreichs in seinen ehemaligen Kolonien zu erleichtern. Dazu werden dann deutsche Truppen mit einbezogen. Das ist das Maximum, was dabei rauskommt. Und zweitens kommt natürlich heraus eine Stärkung des militärisch-industriellen Komplexes. Das heißt also, die Rüstungsindustrie, die jetzt übrigens aus dem Programm, nicht aus dem Programm, aber aus dem Haushalt auch einen Haufen Geld bekommt, die wird natürlich gefördert. Das entspricht nicht der europäischen Idee. Die europäische Idee, Sie wissen das, ist die Idee des Friedens, die erstmals formuliert ist, schon, weiß nicht, nach dem 30-jährigen Krieg. Und Victor Hugo hat schon 1848 einen europäischen Friedenskongress gemacht. Das ist die ursprüngliche Idee, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich nochmal einen ungeheuer starken Impuls bekommen hat. Und darauf gibt es jetzt die klassische Antwort, die der Versuch, die verlorene Großmachtstatus, und das ist für Frankreich viel schlimmer und härter als noch für Deutschland, glaube ich, wieder gut zu machen und aufzuholen, indem man sich zusammenschließt in einem gewissen Maße, aber in begrenztem, weil die Forste Frappe ist tabu. Sie haben das vielleicht mitbekommen, als, ich glaube, so im Dezember die Knarrenbauer und der, ich glaube, auch Olaf Scholz war es gewesen, solche Vorschläge gemacht hat mit gemeinsamen Flugzeugträger etc. Da hat der Macron gar nicht mehr geantwortet, sondern hat das nur von seinem Generalstabschef über die Presse erklären lassen, wie jenseits das von Gut und Böse ist. Militärische, um es abzuschließen, ja, ich finde das mit dem Militärischen prinzipiell überhaupt keine gute Idee, keine gute Richtung und es widerspricht dem, was ursprünglich mal europäische Gedanke war. Das entspricht jetzt auch einer Frage und ich würde ganz gerne jetzt auch die Diskussion öffnen zu unseren Zuhörerinnen und Hörern hin. Ich habe hier auch eine Frage, die wird sich jetzt auch sofort nochmal an Herrn Wahl richten, mit der Bitte um eine kurze Klarstellung, um dann auch an Frau Keller zu gehen mit der nächsten Frage. Also die erste Frage an Herrn Wahl. Es gibt Kritik an Ihrem Imperiumsbegriff. Und das ist, fürchte ich, eine sehr valable Kritik, eine sehr berücksichtigungswerte Kritik, denn es wird gesagt, die Mitglieder der Europäischen Union sind freiwillig dem Bund beigetreten, ein Imperium erobert. Was sagen Sie zu dieser Kritik an dem Imperiumsbegriff? Und Frau Keller, es wird auch angefragt, warum können die Deutschen und die Franzosen nicht denn mit den sparsamen 5, also mit Schweden, Dänemark, Niederlande, Österreich und Finnland, gemeinsame Sache machen? Was hindert Deutschland und Frankreich daran? Vielleicht zuerst der Wahl zum Imperiumsbegriff, weil wir waren gerade in der Makropolitik. Ja, ich sagte ja auch am Anfang, trägt imperiale Züge. Der Einwand ist vollkommen berechtigt. Ein Imperium ist eine Zwangsgemeinschaft, das ist richtig. Aber dennoch ist die innere Dynamik, die wir im Augenblick erleben, trägt Züge imperialen Niedergangs.
Frau Keller. Ja, vielleicht kann sich die betreffende Person ja doch auch zuschalten. Ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Es gibt immer wieder die Vorstellung, ob es sowas wie Nordeuro oder Südeuro geben sollte. Also sprich, dass man sozusagen die Kooperation verstärkt unter jenen Staaten, die sich ökonomisch stärker ähneln und deswegen leichter sozusagen in der Währungsunion gehen können als mit anderen Staaten, wenn die Makrounterschiede größer sind. Ich weiß nicht, ob Sie mit Ihrer Frage darauf abzielen. Eine andere Interpretation der Frage wäre im Grunde sozusagen, ob es eine stärkere informellere Koordinierung zwischen sozusagen den Nordländern und Deutschland und Frankreich gibt. Und dahingehend wäre die Antwort, dass im Grunde Deutschland ja sozusagen das Land war, das sich rausgelöst hat, ein Stück weit, wenn man das so vereinfachen möchte, aus diesem Block und sich, ich glaube, durchringen trifft es vielleicht dann doch, sich durchringen konnte, mit Frankreich zusammen diesen Schritt Richtung Wiederaufbaufonds zu gehen. Und ich glaube, da war tatsächlich bei den anderen schon so ein bisschen die Überraschung, dass sie auf einmal auch füreinander einstehen müssen und sich nicht mehr auch nur auf Deutschland verlassen können, in Anführungszeichen, was eine bestimmte wirtschaftspolitische Leitlinie ist. Als Allianz ist die Frage. Naja gut, also die Nähe sozusagen, gerade mit den Niederlanden als auch einer eher exportorientierten Nation in wirtschaftspolitischen Fragen, die ist da. Ich glaube, das ist gar nicht so das Problem, dass da eine Allianz zu schaffen. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich eher eine, in der Vergangenheit zumindest in vielen Fällen, eine ähnlich gelagerte Interessenlage, wenn man das so möchte. Die gibt es im Grunde schon. Ja, da ist eine in gewisser Weise eine gewisse Affinität da, die man vielleicht gar nicht mehr noch künstlich stärken muss oder voluntaristisch stärken muss durch die Form, durch ein Gremium oder durch eine verstärkte Kooperation oder dergleichen. Wir könnten jetzt, wenn das klappt, Herrn Jäger zuschalten, der sich bereit erklärt hat, auch live eine Frage zu stellen und haben hoffentlich mit der Technik jetzt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Glück, weil die Technik ja irgendwie eine Eigendynamik hat, die wahrscheinlich mit Glück wenig zu tun hat, aber trotzdem hat sie den Aspekt des Glücks. Manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Wir sehen Herrn Jäger jetzt als kleines Bild, aber nicht in Fleisch und Blut sozusagen. Doch, jetzt ist er da. Ja. Soll ich meine Frage wiederholen, die ich schriftlich vorgebracht habe? Ja, vielleicht mögen Sie Ihre Frage noch mal kurz formulieren. Ja, also ich sagte, diese neue EU-Fiskalpolitik, was auch Frau Keller betonte, ist für mich auf der einen Seite ein Signal einer Keynes-Wiederauferstehung, mal so kräftig zusammengefasst, also Keynes-Wiederauferstehung, gegen diese Erbschaft, die uns Reagan und Thatcher hinterlassen haben, Klammer auf, Chicago Boys, Klammer zu. Aber in meinem Sinn, eine vernunftgesteuerte Keynesche Wirtschaftspolitik würde in Normalzeiten, die wir ja auch hatten in der EU lange Zeit, erst diese schwachen Volkswirtschaften wie heute Italien, Spanien und Frankreich, um diese drei großen zu nennen, gar nicht entstehen haben lassen, weil Deutschland mit seiner einseitigen Orientierung auf Export-Weltmeisterschaft hin in Jahrzehnten einen Schaden angerichtet hat, indem sie Übervorteilung als Prinzip des sogenannten Freihandels interpretiert haben. Aber das ist natürlich eine sehr egoistische, manche sagen alte, merkantilistische Politik, die im 21. Jahrhundert nichts mehr zu suchen hat. Also Griechenland wurde von Herrn Wahl auch genannt, genauso, dass man 30% Lohneinbußen verordnet, ist ein Unding, hätte in Frankreich zu einem direkten Volksaufstand geführt. Meine Meinung ist eben, dass diese Entwicklung korrigiert werden müsste. Und ich bin nicht ein Analytiker, der das erfunden hat. Ich beziehe mich auf, ich sag mal,
die den Kreis von Flassbeck, der das nun in seinen ausführlichen Makrobeiträgen immer wieder mit anderen zusammen vorgebracht hat. Also diese Orientierung auf eine Währungsunion, die schwache Länder deutlich benachteiligt hat. Das war's. Ja, vielen Dank, Herr Jäger, für die Frage. Ich würde Sie ganz gerne noch ergänzen mit einer anderen im Chat formulierten Frage, die dazu passt, nämlich die Frage, kam der Euro denn zu früh? Also erste Frage war, ist das, was mit dem Euro passiert ist, eine Dominanzangelegenheit der deutschen Wirtschaft geworden, die mit ihrer Exportorientierung die anderen Wirtschaften klein gehalten hat? Das ist ein Vorwurf, der häufig zu hören ist, und kam insgesamt der Euro zu früh? Frau Keller. Ja, also ganz grundsätzlich muss man einfach festhalten, der Euro war eine politische Entscheidung. Es gab schon einige ökonomische Gründe, weswegen man ein klein wenig optimistisch sein konnte, deswegen es tatsächlich trotzdem funktionieren kann als Gemeinschaftswährung, dass nämlich die Tatsache, eine gemeinsame Währung zu haben, möglicherweise Prozesse in Gang setzen würde, die sozusagen zu einer Konvergenz der Volkswirtschaften führen würden. Die Empirie zeigt tatsächlich, dass genau das nicht geschehen ist, dass sich tatsächlich die Mitgliedstaaten unterschiedlich entwickelt haben. Man muss ehrlicherweise tatsächlich auch einfach eingestehen, dass das ein Prozess war, der, glaube ich, tatsächlich nicht notwendigerweise vielleicht vollumfänglich so antizipiert wurde, aber der Deutschland tatsächlich in gewisser Weise vielleicht doch zumindest mit hat profitieren lassen. Also wenn die Ökonomen anfangen zu rechnen, und das ist dann auch nicht meine Baustelle, die sagen dann letztlich doch, es ist schwer wirklich fest zu sagen, dass ein Land ungleich viel mehr profitiert als ein anderes. Aber ich glaube, wo wenig Uneinigkeit besteht, ist, dass eine Währungsunion umso schwieriger dann zu führen ist, wenn die Mitgliedstaaten je ungleicher im Grunde die Mitgliedstaaten sind, aus den genannten Anpassungsinstrumenten, die wegfallen, wie von Herrn Wahl genannt. Ich glaube, man muss einfach mit der Tatsache leben, den Euro gibt's. Ob die Entscheidung richtig oder falsch war oder ob es uns besser gehen würde ohne sie, ich glaube, das ist so ein bisschen müßig. Die entscheidende Frage ist letztlich doch, wie kann der Euro so weitergeführt werden als Währung, dass er möglichst wenig ökonomischen Schaden anrichtet und möglichst allen Mitgliedstaaten gute wirtschaftliche Ausgangsbedingungen ermöglicht, in sowas wie in Vielfalt geeint. Und ich glaube, da ist tatsächlich perspektivisch, und da gibt es eine große Literatur dazu, ein fiskalisches Umverteilungselement perspektivisch nicht wegzudenken. Und gleichzeitig, und das klingt in dem Kommentar von Herrn Jäger an, gibt es natürlich schon auch so eine strukturelle Frage. Also nur mit mehr Geld, mit mehr Umverteilung wird man die EU nicht stabiler machen, wird man den Euro nicht stabiler machen. Das heißt, die eine Seite ist schon, ein Teil kann natürlich schon mehr Investitionen in Deutschland sein, und da ist ein Riesenkonjunkturpaket, das da seinen Dienst auch leistet. Und trotzdem ist die Frage tatsächlich auch, wie die Wettbewerbsfähigkeit anderer Volkswirtschaften gestärkt werden kann in der Eurozone. Ich glaube, die Frage, die liegt perspektivisch auch wieder auf dem Tisch. Und im Idealfall werden die konjunkturell gedachten Gelder eben jetzt schon auch so eingesetzt, dass sie strukturell günstige Rahmenbedingungen für einen wirtschaftlichen Aufschwung schaffen. Ich glaube, das ist sozusagen die Herausforderung und auch die Chance, die im Grunde in gewisser Weise jetzt auch mit der Krise verbunden ist. Ja, mit der Euro-Frage ist auch immer wieder die Frage der Umverteilung genannt. Auch hier wieder ein Beitrag aus dem Chat. Macht denn Umverteilung in dem Sinne auch Sinn, wenn es so ungleiche Rahmenbedingungen gibt? Es wird genannt, die Arbeitszeiten, die Renten beginnen und so weiter. Ist da überhaupt an Umverteilung zu denken? Im weitesten Sinne also an sozialstaatliches Modell, wie wir es in den Nationalstaaten kennen, Herr Wahl?
Umverteilung bezieht sich ja normalerweise auf Umverteilung von oben nach unten, also um eine größere Gerechtigkeit sozusagen entstehen zu bekommen. Und Umverteilung bezieht sich nicht auf die Umverteilung zwischen Nationalstaaten zunächst einmal. Wenn man diese aber in die Umverteilungsfrage einbezieht, dann macht das nur dann Sinn, wenn man gleichzeitig mit bedenkt, wenn Geld von einem Land in das andere transferiert wird. Bekommen das dann die Banken, um ihre miesen Geschäftsmodelle über Wasser zu halten? Oder bekommen das die Marginalisierten, die Ärmeren, die unteren Schichten? Und diese Mechanismen etablieren zu können, die gibt es in der EU nicht. Und deswegen wird auch aus der Illusion der sozialen EU nichts werden. Ja. Denn es wird zwar sicherlich auch jetzt in dem Recovery-Programm das eine oder andere Paket an Euro sozusagen an die allgemeine Bevölkerung gehen, nicht? Aber das ist immer wieder vermittelt über die entweder nationalstaatlichen Filter beziehungsweise über die Unternehmen. Deswegen würde ich den Begriff der Umverteilung, der wird in der EU sehr leicht ideologisiert. Das sieht so aus, als ob Holland reich ist und Italien arm ist. Wenn man das auf die Menschen und auf die innere Struktur und die Sozialstruktur überträgt, dann stellt man fest, dass das so gar nicht stimmt. Eine weitere Frage, die gerade hereinkommt und die indirekt damit auch zu tun hat, ist die Frage, ob man denn Europa nicht viel stärker aus der Bürgerperspektive betrachten müsste und die Fortentwicklung. Also das heißt, immer mehr Menschen arbeiten in Europa und immer mehr Menschen leben in diesem europäischen Raum. Es geht ein bisschen in die Richtung, die Frau Keller schon angesprochen hat. Und müssen wir da nicht Europa als Bürgerrecht gewissermaßen neu denken oder ganz anders denken? Soll ich reagieren? Ja, Frau Keller. Also ich glaube, das ist tatsächlich so eine Erkenntnis, die sich in den letzten Jahren oder ja, vielleicht sind es sogar schon zwei Jahrzehnte, immer mehr durchsetzt, zu sagen, das Brüsseler Europa funktioniert nur, wenn es konkret eine Realität im Leben der Menschen hat und etwas, wo diese einen greifbaren Bezug in der eigenen Lebensrealität hat. Und ich meine, Teil dessen, was jetzt auch als Teil der deutschen Ratspräsidentschaft angedacht ist, es ja wirklich auch über Konferenzen, die jetzt leider aufgrund der Pandemie aufgeschoben sind, aber tatsächlich auch stärker den Bürgern wieder eine Stimme zur Weiterentwicklung der EU zu geben und auch nicht nur über die nationale Regierungen und entsandte Parlamentarier eine unmittelbare Stimme in den europäischen Gremien. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine wesentliche Säule auch, neben der Frage, wie gut einzelne Regulierungen der Kommission und der Brüsseler Behörden unterschiedlichen Sachlagen gerecht werden, wie sehr tatsächlich so diese gelebte menschliche Ebene auch einfach gibt. Das ist, glaube ich, tatsächlich was sinnigerweise im Übrigen nicht nur europäisch, sondern auch in vielen Nationalstaaten bis hin zur kommunalen Ebene versucht wird zu stärken als ein Element der Rückbindung an das, was Bürgerwillen nebst Wahlergebnissen einfach ist. Ja, wir haben eine Unionsbürgerschaft, aber wir haben keine Nationalität, keine europäische in dem Sinne, sondern es sind immer noch Franzosen, Italiener und so weiter und Polen, die sich da begegnen. Wäre das nicht wünschenswert, wenn man eine solche, ja, im 19. Jahrhundert war es auch eine Konstruktion, die nationale Identität. Wäre es nicht wünschenswert, eine europäische Identität zu konstruieren, Herr Wahl? Ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass der Versuch, der ja, im 21. Jahrhundert Nationalstaatbildung im Großformat aus der Zeit gefallen ist. Und das gilt natürlich erst recht
für die Herausbildung einer EU-Identität. Ich weiß, es gibt solche Versuche, die gibt es schon lange. Ich habe schon vor 20 Jahren mit Nida Römelin ein Buch gesehen, der durch Bildungspolitik und solche Dinge das fördern wollte. Aber was wir brauchen heute angesichts der planetarischen Bedrohung ist eine Weltbürgerschaft. Und wir brauchen eine Sicht sozusagen, eine wirklich internationalistische Sicht und sollten uns jetzt nicht wieder auf die Konstruktion eines neuen Großgebildes festlegen wollen. Mal abgesehen davon, dass ich auch hier wiederum glaube, dass das überhaupt nicht funktioniert. Einfach deswegen, weil die Gravitätskraft, weil die Ausstrahlungskraft, weil die Bedeutung des Nationalstaates so groß und so stark geworden ist in den letzten 250 Jahren, dass sich daran nichts ändern wird. Und insbesondere in Krisenzeiten, in Zeiten großer Bedrohung, Klima und all diese anderen Dinge, die da kommen, erweist es sich eben dann für die Bürger als Erfahrung, dass wenn überhaupt jemand ein bisschen was sozusagen auf die Beine bringt, um sie zu schützen, dann ist es der Nationalstaat. Das haben wir jetzt gesehen in der Krise. Das haben mit den ganzen Rettungspaketen, das sehen wir, haben wir gesehen in der Finanzkrise 2008. Das war nicht aus Nationalismus, was da geschehen ist, sondern das geschah aus der simplen und einfachen Tatsache heraus, dass es allein die Mitgliedstaaten waren und außerhalb der EU die anderen Nationalstaaten, die über die Instrumente verfügten, die politischen, die ökonomischen, die juristischen, die staatsrechtlichen Instrumente und die kulturelle sozusagen Ausstrahlungskraft und Kohärenz, um überhaupt in Krisen ein kleines bisschen wirksam zu sein. Mehr schlecht als recht, oft alles geschenkt, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, ja. Aber das sehen wir im Augenblick auch wieder verstärkt in der EU. Und das Recovery-Programm hat natürlich psychologisch auch sozusagen die Nebenabsicht, dem etwas entgegenzuwirken und die Diskreditierung, die die EU erfahren hat in den Anfangszeiten der Pandemie, wieder etwas zurückzulehnen. Aber ich sehe überhaupt keine Perspektive dafür, für so etwas wie eine EU-Identität. Und wenn Sie sich die Geschichte ansehen, wie die entstanden ist, was die Quellen, was die Ursachen sind, etwa der Deutschen, der Französischen, der Italienischen, der Russischen und so weiter, dann werden Sie feststellen, dass die EU eher dazu geeignet ist, im Augenblick das Gegenteil zu bewirken. Ja, bevor wir unsere Diskussion beenden, sollten wir vielleicht noch mal kurz darüber nachdenken, was passiert mit dem Paar Merkel und Macron. Neue Liebe, es ist eine späte Liebe, wenn überhaupt, und eine Liebe, die auch schon auf Zeit läuft, denn wir fürchten ja, dass Frau Merkel bald nicht mehr in diese Liebesposition hineinkommen kann, weil dann jemand anders an der Spitze der Bundesregierung steht. Wie wird sich das weiterentwickeln mit der deutsch-französischen Beziehung und mit der Liebe zweier so wichtiger Akteure wie dem französischen Staatspräsidenten und dem deutschen Bundeskanzler oder der deutschen Bundeskanzlerin? Das steht ja noch dahin. Was ist Ihre Prognose für die nächsten 5 Jahre? Wo stehen wir in den deutsch-französischen Beziehungen, Herr Wahl und Frau Keller, vielleicht zum Abschluss dann? Also zunächst mal, was die Personen angeht, Merkel ist klar, Sie haben das gesagt. Macrons Zukunft sieht auch nicht toll aus. Ob der viel länger macht als die Merkel, ist noch die große Frage. Denn wenn Sie sich die innenpolitische Situation ansehen in Frankreich, es hat eine dramatische Schwächung seiner Position gegeben. Erst durch über ein Jahr lang Proteste der Gelbwesten, dann über die Proteste gegen seine neoliberale Rentenreform. Und jetzt kommt Pandemie und das Management war in der Tat nicht immer glücklich und gut und so weiter. Und das Ergebnis hat er jetzt serviert bekommen bei den Kommunalwahlen. Wenn man mal absieht davon, dass nur 30% gewählt haben, von allen politischen Kräften war seine Partei weit abgeschlagen, ist vollkommen kommunalpolitisch in die Bedeutungslosigkeit abgesackt.
seine einzige Chance ist, muss man leider so sagen, bei der nächsten Präsidentschaftswahl nochmal wiedergewählt zu werden, wenn Le Pen auf dem ersten Platz landet in der ersten Runde und er der zweite wird. Wenn dies eintreten würde, dann würden wieder viele Franzosen oder genügend Franzosen ihn wählen, nicht aus europapolitischen oder weiß der Teufel welchen Gründen, sondern nur weil sie die Le Pen nicht wollen. Ja. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass diese Konstellation nicht auftritt. Es ist im Augenblick, in diesen Zeiten muss man vorsichtig sein mit Prognosen, ja, kann vieles noch sich total ändern. An die Pandemie hätte ich vor einem halben Jahr auch nicht gedacht. Aber wenn Rebus Sixtantibus, wie der Jurist sagt, also solange sich die Rahmenbedingungen nicht grundsätzlich ändern, dann wird er nicht auf den ersten beiden Plätzen landen, der Macron, ja, sondern dann werden sich die anderen Kräfte, sei es auf der, also Le Pen sowieso ist gut im Rennen im Augenblick nach den Umfragen und es gibt eine möglicherweise Renaissance einer neuartigen Linksallianz aus Grünen und alten Linken. Aber auch die Konservativen haben ja bei den Kommunalwahlen ziemlich gut abgeschnitten. Also da ist der Punkt offen. Da würde ich keinen Tipp wagen, wer von denen, den Linken oder den Konservativen, auf dem zweiten Platz landet oder unter den ersten zwei. Aber es sieht relativ so sicher aus, dass Macron nicht unter die ersten beiden kommt und damit in der Stichwahl rausfällt. Für die deutsch-französischen Beziehungen übrigens würde ich an dieser Stelle noch kurz nachsagen wollen, sehr grundsätzlich wird sich nichts ändern. Die französische Politik hat Grundkonstanten, die auch ökonomisch verwurzelt und determiniert sind, die auch in anderen Strukturen determiniert sind. Es wird das eine oder andere an Veränderungen geben können, aber grundsätzlich wird sich unabhängig von den Personen da nichts ändern. Okay. Ja, Herr Wahl, ich glaube, mit den Themen, die Sie in den letzten Minuten angerissen haben, könnte man noch mal eine ganze Sendung dranhängen. Ich werde deswegen bei vielleicht zwei Botschaften an der Stelle, zwei kurzen Botschaften mit Blick auf die Uhr belassen. Ich glaube, wir sollten einen Fehler nicht begehen, Macron jetzt einfach abzuschreiben als jemand, mit dem Deutschland auf keinen Fall mehr weiter gestalten wird. Ich glaube, er hat tatsächlich die große Chance, sich jetzt tatsächlich als Krisenmanager zu beweisen und auch als solcher in Frankreich wahrgenommen zu werden. Und so gesehen halte ich die Wahlen für offen, mit vielen möglichen Ausgängen. Und nachdem Wahlämter glücklicherweise immer auf Zeit sind und sowohl Merkel als auch Macron irgendwann nicht mehr regieren werden, das wissen wir gewiss, wäre es ihnen doch vielleicht gegönnt, dass sie etwas lassen, also aus ihrer derzeit festgestellten Liebe etwas erwächst, das bleibt. Konkreter gesprochen, die beiden haben mit dem Aachener Vertrag sicherlich schon sowas wie einen Meilenstein gelegt. Aber Papier vergraut schnell und vergilbt, auch noch in digitalen Zeiten, wenn es nicht gelebt wird. Und von daher ist doch tatsächlich die Frage einfach, inwiefern die beiden das, was sie jetzt auch an der Fähigkeit zusammenzuarbeiten, tatsächlich, glaube ich, in der Krise jetzt erworben haben, dass sie das nutzen, um gemeinsame Projekte noch ein bisschen weiter zu treiben. Und der Aachener Vertrag zeigt eine Reihe von Baustellen auf oder Bereiche, an denen man tatsächlich, wenn man ihn wortwörtlich nimmt, noch einiges machen kann. Ja, dann ganz herzlichen Dank, Herr Wahl, Frau Keller, für Ihre Einschätzung und Ihre Diskussion. Ich denke, wir haben das Thema nicht so erschöpfend behandelt, dass nichts mehr zu diskutieren übrig bliebe. Und das ist gut so. Und wir können uns im Nachgang zu diesem Webinar natürlich nochmal austauschen und Sie sicherlich auch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren von meiner Seite aus, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt auch im Chat aktiv waren und sich hier eingebracht haben. Vielen Dank auch an Herrn Jäger, dass er bereit war, sich in der Frage ganz mit Namen und Bild hinzuzuschalten. Und ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten. Herr ist noch nicht ganz zu Ende. Hört man mich? Ja. Okay, also es ist noch nicht ganz zu Ende. Ich würde noch gerne ein paar Schlussworte sagen. Dazu wäre es vielleicht schöner, wenn vielleicht, dass wir die beiden Diskutanten lassen und Sie Tschüss sagen, Herr Obrecht, dass Sie klein werden jetzt und ich groß werde, dass wir nochmal
kurzes Resümee ziehen und ich dann noch mal ein paar Schlussworte sagen. So. So, jetzt sind Sie schön nebeneinander, das sieht sehr schön aus. Ja. Okay, da können wir nichts machen, das ist das Programm. Also ich wollte mich auch nochmal bei Ihnen bedanken und wollte nochmal eine kleine Zusammenfassung machen. Was ich verstanden habe, ist, dass Sie, Herr Wahl, sagen, naja, der Nationalstaat sollte wieder eine größere Bedeutung spielen auf der einen Seite, auf der anderen Seite heißt das nicht, dass wir jetzt in irgendwie Nationalismus uns hinbewegen, sondern dass wir natürlich gleichzeitig es gewisse Probleme gibt, wo die Staaten zusammenarbeiten müssen. Staaten lieben sich nicht, die sind nicht solidarisch, sondern die haben Interessen und die sollten halt da gucken, wo sie zusammenarbeiten können. Das würde eigentlich in vielen Punkten vielleicht eher auch bedeuten, Sie hatten ja von teilweise Desintegration geredet auf der EU-Ebene, dass man in bestimmten Bereichen einen Schritt zurück macht. Sie haben den Euro erwähnt und in andere Bereiche wiederum, wo man vielleicht auch stärker integriert, sodass im Prinzip das ein bisschen in eine andere Richtung geht als vielleicht die Vorstellung, dass wir einen gemeinsamen Staat Europa aufbauen. Frau Keller, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, dass Sie in Richtung eines Staates Europa tendieren, dass das ist das Ihre Vision oder habe ich das falsch verstanden? Also ich bin ehrlicherweise gar nicht so sicher, ob das Modell eines Nationalstaates ein sinnigerweise eine Blaufolie ist für das, was wir als europäischen Einigungsprozess sehen. Herr Wahl, Ihr Begriff des sui generis, also sozusagen ein Wesen, das eine eigene Form hat, die wir mit nichts anderem zu vergleichen können, ja, weil sie doch in ihrer Weise eigenartig ist, ist schon das, glaube ich, was ich eher als Vorstellung sehen würde, als einen nationalen, europäischen Nationalstaat. Also sui generis eine besondere Art, eine besondere Spezies, die sonst nicht gibt. Ich wollte aber jetzt gar nicht weiter in die Diskussion einsteigen. Ich habe noch vielleicht einen Hinweis für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, die unsere vorherigen Webinare nicht gehört haben, zum Thema Staatsschulden. Gab es ein Webinar, vor 3 Wochen war das, glaube ich. Da werden wir demnächst nochmal einen Link rumschicken und Sie können es, glaube ich, auf unserer Webseite auch aufrufen, wo es darum geht, wie Staatsschulden eigentlich auch funktionieren und was das auch für Europa bedeutet. Und auch wenn Sie auf unsere Website gehen, gibt es eine Downloadseite, da gibt es ganz kurze Texte zum Thema Staatsschulden und Euro. Ich bedanke mich jetzt bei Ihnen und würde nochmal die Schlussfolie einblenden dann. Also, ciao und danke. Ciao. Wir sprechen uns ja gleich nochmal alle dann. So. Genau. Also, das war jetzt das letzte Webinar vor der Sommerpause. Wir machen im Herbst weiter. Wir haben 3 Veranstaltungen, die stehen fest. Am 8.10. Deutschland ist Exportweltmeister. Das Thema ist ja auch vorhin angeklungen. Was bedeutet das eigentlich für Deutschland und auch die anderen europäischen Staaten, wenn Deutschland Exportweltmeister ist? Wobei man da auch sehen sollte, es ist nicht unbedingt von Vorteil für Deutschland, Exportweltmeister zu sein. Also wir drücken nicht die anderen an die Wand und sind die Superweltmeister dadurch, sondern vielleicht schaden wir uns damit auch selber. Deswegen ist die Frage ja auch, ist dies besonders dumm oder besonders klug? Dann kurz vor den Wahlen in den USA, Trump reloaded. Als wir das Thema festgelegt hatten, waren wir uns noch sicher, dass der Mann wiedergewählt wird. Im Augenblick ist ja alles offen aufgrund der Pandemie. Aber die Frage ist, wieso wählen Menschen einen Mann, der ihren Interessen schadet? Die Veranstaltung wird auf Deutsch sein. Es wird aber jemand, der in den USA lebt und sich dort gut auskennt, berichten. Aber es ist ein gebürtiger Freiburger. Dann am 1.12. bald alles kalt und dunkel hier. Streitgespräch über die Machbarkeit der Energiewende. Da haben Sie ja viele Sorge, dass das gar nicht funktionieren kann, weil ja die Windkraftanlagen nur Strom produzieren, wenn der Wind weht und die Solaranlagen nur, wenn die Sonne scheint. So, was haben wir noch Schönes? Ja, genau. Wir tun Gutes, reden Sie ruhig darüber, was für uns wirklich wichtig ist. Das merke ich immer wieder. Wir sind darauf angewiesen, dass Sie uns weiterempfehlen. Wir machen zwar auch mal ein bisschen Werbung, aber wovon wir leben, ist die Werbung, die Teilnehmer machen. Also wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn Sie die nächste Einladung bekommen zu einer Veranstaltung, das einfach mal kurz per Mail an Freunde weiterleiten, helfen uns sehr damit. Und wir freuen uns natürlich auch über Geld. Das Spendenkonto finden Sie auf unserer Website. Das war's dann.
Wir sind wie immer politisch korrekt. Und ich wünsche Ihnen noch, also in Baden-Württemberg fangen jetzt erst die Sommerferien an. Wir sind ja die Letzten. Die anderen sind vielleicht mittendrin oder sind schon fast zu Ende. Ich wünsche Ihnen schöne Sommerferien, aber zumindest einen schönen Sommer. Bis dann. Ciao.